Vor wenigen Wochen, 2 Wochen ist es, glaube ich, am Freitag, den 20. September, hat hier in Hamburg eine der größten Demonstrationen der letzten Jahrzehnte stattgefunden. Und Sie wissen es, am gleichen Tag auch an vielen anderen Orten der Welt Menschen unter dem Motto Fridays for Future auf die Straße gegangen sind, um ihrer Sorge über den Klimawandel Ausdruck zu verleihen. Zeitgleich, auch das wissen Sie, hat die Bundesregierung nach intensiven und man kann wahrscheinlich auch sagen zähen Verhandlungen ein aktuell 54 Milliarden schweres Klimapaket verabschiedet, das allerdings außerhalb der Koalition nur wenig Unterstützung gefunden hat und findet. Zu zaghaft, zu wenig sagen selbst Vertreterinnen und Vertreter aus der Wirtschaft. Die Politik kontert mit dem Argument der sozialen Verträglichkeit. Dass es einen menschengemachten Anteil am Klimawandel gibt, ist in der seriösen Forschung mittlerweile unumstritten. Messungen sind dort komplett eindeutig. Die durch menschliche Aktivitäten bedingte Klimagasfreisetzung verläuft seit vielen Jahren erheblich schneller als in allen bekannten Erwärmungsphasen der Vergangenheit. 16 der 17 wärmsten jemals gemessenen Jahre traten im 21. Jahrhundert auf. Und die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Anstieg der Globaltemperatur nicht maßgeblich auf anthropogene Treibhausgasemissionen zurückzuführen ist, lässt sich übrigens sogar beziffern. Er liegt nämlich bei 0,001%. Es geht also nicht mehr um das Ob, es geht um das Wie und es geht um die Konsequenzen für unsere gesellschaftlichen und politischen Handlungen. Und da kochen die Emotionen besonders hoch. Lassen Sie mich schlicht 2 Leserbriefe aus der heutigen Ausgabe einer großen Hamburger Tageszeitung zitieren, in denen es um die Frage geht, ob jetzt unser gesamtes Handeln dem Kampf gegen den Klimawandel unterzuordnen ist oder ob wir uns schon einer, ich zitiere, maßlosen Klimadebatte oder sogar einer Klimahysterie nähern. In Leserbrief 1 heißt es, Zitat: Seit über 40 Jahren sind die Gründe des Klimawandels bekannt und aufgrund der Vielzahl wissenschaftlicher Erkenntnisse und spürbarer Klimaveränderungen ist endlich auch im Bewusstsein der Mehrheit angekommen, dass wir beim Klimaschutz keine Zeit mehr verlieren dürfen. Zitat Ende. Leserbrief 2 gibt zu bedenken: Wir brauchen in der Klimastrategie ökonomische Vernunft. Wir werden uns die Investitionen in neue Technik nur leisten können, wenn ausreichend Wohlstand vorhanden ist. Die aktuelle Klimadebatte wird mit irrationalen Weltuntergangsszenarien geführt. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, das ist der Sound, in dem aktuell die öffentlichen Debatten über den Klimawandel geführt werden. Es geht um sehr viel Grundsätzliches, es geht um starke Überzeugungen, es geht auch um unser Menschenbild. Denn dass die Politik aus der Sicht vieler besorgter Menschen nicht rigoros genug agiert, hat ja auch mit der Sorge zu tun, dass sich dann keine Mehrheiten finden lassen oder sogar eine Gegenbewegung entsteht. Erinnern wir uns daran, die Gelbwesten in Frankreich haben nicht gegen den nachlässigen Klimakurs der Regierung in Paris protestiert, sondern, vielleicht wissen Sie es noch, gegen die Erhöhung der Benzinpreise. Deshalb wird jede Ankündigung und jeder Schritt sorgsam in Watte gepackt. Niemand soll etwas genommen werden. Für jede Maßnahme wird ein sozialer Ausgleich erdacht. Aber wie soll das eigentlich gelingen, eine Veränderung des Konsumverhaltens und eine nachhaltige Ausrichtung unseres Lebens ohne Verzicht? Wir wissen doch auch, dass wir in Deutschland eigentlich schon in der Mitte des Jahres so viele Ressourcen verbraucht haben, wie uns eigentlich für das gesamte Jahr zustehen. Unser ökologischer Fußabdruck ist schlicht zu groß. Meine Damen und Herren, auch wenn ich jetzt hier in der Einführung noch einmal die großen Fragen anspreche, hier und heute soll es um Hamburg 2030 gehen. Denn auch das ist mittlerweile eine Binsenweisheit. Der Klimawandel ist zwar eine globale Herausforderung, aber umgesetzt werden müssen beschlossene Strategien und Pakete regional und lokal. Lassen Sie uns bitte nicht mit der fatalen Ausrede argumentieren, dass es irgendwo auf der Welt noch schlimmer ist. Lassen Sie uns lieber über Lösungen reden, die wir hier vor Ort auf den Weg bringen können, die zu Hamburg passen und die auch global als Vorbild dienen können. Denn das ist die gute Nachricht: Es gibt ein Bewusstsein und zunehmend auch eine Bereitschaft für einen nachhaltigen Umbau unserer Stadt. Wir haben in diesem Jahr das Projekt Hamburg besser machen durchgeführt und wir waren überrascht, wofür es Mehrheiten gibt unter den Bürgerinnen und Bürgern in Hamburg.
Nehmen wir einfach das Beispiel Verkehr. Geht es nach den Hamburgerinnen und Hamburgern, sind Tempolimits in der Stadt und auf der Autobahn längst von einer extrem breiten Mehrheit akzeptiert. Darüber hinaus sprechen sich 92% für die Hamburgerinnen und Hamburger natürlich, für den Ausbau des Angebots an öffentlichen Bussen und Bahnen aus, verbunden mit dem Wunsch, die Tarife zu senken. Und da wird immer wieder übrigens Wien als leuchtendes Vorbild genannt. Und immer noch, das finde ich besonders interessant, gibt es eine deutliche Mehrheit, 58%, das ist eine deutliche Mehrheit, für eine im Kernbereich autofreie Innenstadt. Natürlich sind Verkehrsmaßnahmen noch kein Klimaplan. Ich habe diese Zahlen lediglich deswegen erwähnt, um deutlich zu machen, dass sich in den Köpfen der Hamburgerinnen und Hamburger etwas tut. Wir freuen uns, dass wir heute eine hochkarätige Runde auf dem Podium haben, über einen Klimaplan für Hamburg zu diskutieren. Ich begrüße eine Vertreterin der Zivilgesellschaft und jeweils einen Vertreter aus der Wirtschaft und aus der Politik. Als Vertreterin der Zivilgesellschaft und zugleich auch als Vertreterin der jüngeren Generation sitzt Luisa Neubauer auf dem Podium. Sie ist in Hamburg geboren und in Deutschland eine der Hauptorganisatorinnen der Fridays for Future-Bewegung. Sie tritt für einen Kohleausstieg. Sie tritt für einen Kohleausstieg bis 2030 in Deutschland ein und für eine Klimapolitik, die mit dem Abkommen von Paris vereinbar ist. Frau Neubauer ist Mitglied von Bündnis 90 Die Grünen und bei verschiedenen Organisationen engagiert, bei denen es um Klimawandel, Generationengerechtigkeit und den Kampf gegen die weltweite Armut geht. Für die Wirtschaft sitzt Norman Zulke auf dem Podium, Hauptgeschäftsführer des Unternehmensverbandes Hafen Hamburg e.V. Er ist sicherlich einer der kenntnisreichsten Insider, wenn es darum geht, ob und wie sich Klimaschutz und Wirtschaft miteinander verbinden lassen. Norman Zurke hat unter anderem im Rahmen seiner verschiedenen Funktionen den in diesem Jahr begonnenen Fahrrinnenausbau von Unter- und Außenelbe mitinitiiert und das Projekt für die Hafenwirtschaft über 20 Jahre begleitet. Eine besondere Freude und Ehre ist es, den ersten Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg, Dr. Peter Tschentscher, willkommen zu heißen. Ich danke Ihnen, dass Sie sich nicht zum ersten Mal öffentlich diesem Thema stellen und dass Sie mit dazu beitragen wollen in Hamburg, dass wir den Klimawandel verlangsamen können. Ich weiß, dass Ihre Vorstellungen für konkrete Lösungen Wissenschaft und Technik ins Zentrum rücken und wir sind sehr gespannt, von Ihnen mehr darüber aus erster Hand zu erfahren. Moderiert wird die heutige Ausgabe von Hamburg 2030 in bewährter Form seitens der Körperstiftung von meiner Kollegin Eva Nemela und seitens des NDR durch den Journalisten Daniel Kaiser. Die Reihe, in der wir uns regelmäßig mit Zukunftsfragen unserer Stadt beschäftigen, führen wir bereits seit 2011 in enger Kooperation mit NDR 90,3 durch. Ein Mitschnitt der heutigen Veranstaltung, wenn Sie es morgen noch mal kondensiert bekommen wollen, können Sie morgen am 9. Oktober um 20.05 Uhr natürlich auf 90,3 im Kulturjournal hören. Danken möchte ich auch unseren beiden Gebärdendolmetscherinnen Julia Kramer und Christina Müller, die unsere heutige Veranstaltung wieder für unsere gehörlosen Gäste zugänglich machen, nicht nur hier im Raum, das ist wichtig zu betonen, sondern auch im Netz und in unserer Mediathek, wo das Ganze dann ja anschließend eingestellt wird. Schließlich darf ich Sie noch zu dem traditionellen kleinen Empfang nach der Veranstaltung einladen, denn ich bin sicher, heute gibt es besonders viel zu diskutieren. Jetzt geht's los, ich übergebe an die beiden Moderatoren. Herzlichen Dank. Herzlich willkommen auch von uns. Bevor es richtig losgeht, Sie haben es gehört, das Besondere an dieser Veranstaltung ist, dass es gleichzeitig eine Radiosendung ist, die aufgezeichnet wird. Wir haben schon erste Befindlichkeitsäußerungen während der Vorstellung gehört. Das ist gut, Applaus und diese Dinge, bloß wenn Sie was sagen wollen, brauchen Sie ein Mikro, sonst hört man Sie später nicht, also für später. Also immer applaudieren und mitmachen und mitfiebern und es wird auch zweimal mindestens die Möglichkeit geben, in dieses Mikrofon eine Frage oder ein Statement zu äußern.
sein, ich werde dann runterkommen. Das heißt also keine Angst, Sie werden gehört. Bloß achten Sie darauf, dass Sie auch gehört werden. So, genau. Dann fangen wir jetzt an mit einem Sendungsopener, nennt sich das. Ein Blick hinter die Kulissen des Radios. Am Anfang der Sendung klingt so etwas wie eine Fanfare und dann kommt ein Musikbit und da erzählen wir in ein paar kurzen Sätzen, worum es geht. Das machen wir gleich. Und wenn Sie dann am Ende enthusiasmiert von dem Vortrag applaudieren könnten, um zu sagen, hier im Körperforum, da ist eine Menge los, denn wir haben heute ein volles Haus. Die Presse ist da. Also es ist einiges los. Dann würde ich mich freuen. Dann fangen wir jetzt an mit der Radioaufzeichnung. Von wegen prima Klima. Ja, wie kann Hamburg zur klimafreundlichen Stadt werden? Zum Klimaretter vielleicht sogar? Und wie können wir vielleicht auch gleichzeitig unseren Lebensstandard halten? Die einen fordern Flugverbote und den Ausbau von Landstrom im Hafen. Die anderen sorgen sich um die Konkurrenzfähigkeit der Hamburger Wirtschaft und um die Arbeitsplätze. Jetzt diskutieren Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentscher, Luisa Neubauer von Fridays for Future und Norman Zurke vom Unternehmensverband Hafen Hamburg. Und zwar mit Hamburgerinnen und Hamburgern im Körperforum, das Kulturjournal-Spezial mit Eva Nemela. Und Daniel Kaiser, guten Abend, hallo. Klimawandel, das ist nicht nur irgendwo in den Südstaaten der USA, die von Tornado zu Tornado taumeln, auch nicht auf einer Pazifikinsel, denen das Wasser da bis zum Hals steht. Nein, Klimawandel, das ist auch hier. Experten rechnen schon bald für Hamburg mit mehr Starkregen und doppelt so vielen Hitzetagen. Wir haben mal Hamburgerinnen und Hamburgern zu diesem brisanten Thema gefragt, was soll Hamburg für den Klimaschutz tun? Ich wünsche mir, dass man vernünftige Lösungen für autofreie Gegenden in Altona und eben auch in ganz Hamburg findet, sodass sowohl Fußgänger als auch Autofahrer glücklich damit fahren können. Es ist nicht nötig, dass jedes öffentliche Gebäude mit Strahlern angestrahlt wird und dass auf dem Dom jeden Freitag ein Feuerwerk gemacht werden muss. Und ich finde, das Silvesterfeuerwerk könnte von den jeweiligen Feuerwehren in den Stadtteilen gemacht werden. Es ist nicht notwendig, dass jeder Privatmann ein Feuerwerk veranstalten muss. Das wären so erstmal die kleinen Sachen, die einfach zu machen wären. Und es braucht auch kein beleuchteter Hafen gemacht zu werden mit Tausenden von Neonröhren. Ich finde, in dieser Zeit, wo so heiß diskutiert wird über das Klima, sind das schon mal Maßnahmen, die ganz einfach abzustellen sind, ohne dass was kostet. Ich würde mir wünschen, dass die Inlandsflüge absolut reduziert werden. Es kann nicht sein, es gibt Bus und Bahn und so weiter und die Leute fahren von Hamburg nach Berlin mit dem Flieger und nicht mit der Bahn. Hier in Ottensen mit der Straßenberuhigung finde ich nicht gut, denn der Verkehr wird nur auf andere Straßen verdrängt und bei denen kann man dann nicht mal das Fenster aufmachen. Mehr öffentliche Verkehrsmittel, damit die Menschen auf vom Auto in die öffentlichen Verkehrsmittel und umsteigen und mehr autofreie Zonen. Ja, und unsere großen Schiffe. Ja, uns, unsere großen Schiffe, Autos, Busse, Schiffe und das Feuerwerk. Über die kleinen und die großen Sachen wollen wir heute reden. Was kann Hamburg tun? Frau Neubauer, Sie haben die Fridays for Future Bewegung vor bald fast einem Jahr in Berlin gestartet. Aber Sie sind ja gebürtige Hamburgerin. Was muss sich aus Ihrer Sicht in Sachen Klimaschutz in Hamburg am dringendsten und am besten ganz sofort und ganz konkret ändern? Sehr viel. Vermutlich müsste es mit einem Bewusstsein dafür anfangen, wie existenziell die Lage ist, in der wir sind und wie groß die Verantwortung auf Städten wie Hamburg liegt. Nicht nur in der Umsetzung von Klimamaßnahmen, auch im Diskurs regional, national, international voranzugehen und zu beweisen, wie es funktionieren kann. Da ist unfassbar viel Potenzial. Und mit all diesem Potenzial, was in so einer reichen Stadt wie Hamburg offen liegt, kommt halt eben eine gigantische Verantwortung einher. Und da liegt es jetzt an Hamburg zu beweisen, dass man der gewachsen ist. Herr Tschentscher, was sagen Sie den Aktivistinnen und Aktivisten, denen das alles nicht schnell genug geht? Die Zeit drängt, Jahrzehnte sind verschlafen worden.
Also verschlafen worden sind die letzten Jahre nicht. Wir haben viele Beispiele dafür, kann ich auch gerne konkret gleich nochmal benennen, was wir alles getan haben, damit wir jetzt schon vorankommen. Wir haben ja jedes Jahr weniger CO2-Emissionen seit 2011. Das wissen ja viele nicht. Die denken, es wird immer mehr, aber wir haben jedes Jahr die letzten Jahre CO2-Reduzierungen hinbekommen, obwohl wir eine wachsende Stadt sind, obwohl wir ein Industriestandort sind. Wir haben auch jetzt gerade die Zahlen für 2017 bekommen. Das wird ja immer nachlaufend ermittelt. Das finde ich sehr beeindruckend, dass zum Beispiel in der Industrie, die ja sehr energieintensiv ist, dass wir es hinbekommen haben, wirklich Jahr für Jahr die CO2-Emissionen zu senken. Im Verkehr sind sie gestiegen, ne? Ja, beim 2017. Verkehr haben wir das einzige Sektor, wo es nicht gelungen ist, weil wir einfach viel mehr unterwegs sind. Aber insgesamt mal, wenn wir alles zusammennehmen, kommen wir jedes Jahr voran. Aber wie Sie richtig sagen, müssen wir im Verkehr noch mehr tun. Und auch da haben wir jetzt seit 2011 wieder ganz massiv angefangen, Radwege zu bauen. Das war nicht mehr üblich bis früher, bis dahin. Wir haben wirklich begonnen, jetzt die Schnellbahnsysteme wieder als eine grundlegende, umweltfreundliche, klimaneutrale Verkehrsmöglichkeit auszubauen. U- und S-Bahnen, die mit Ökostrom fahren, sind ein Riesenpotenzial im Verkehr. Und deswegen kommen wir schon Jahr für Jahr voran. Wir müssen jetzt für die nächsten 10 Jahre aber Maßnahmen zusätzlich in Kraft setzen, damit wir das Klimaziel 55% Reduzierung auch für Hamburg richtig erreichen. Und da sind wir gut unterwegs. Da wird es bestimmt viele Fragen noch geben zu den praktischen Themen. Landstrom zum Beispiel haben wir heute eine ganz wegweisende Sache beschlossen, dass wir richtig Vorbild werden, eigentlich weltweit. Und das ist das Ziel, was Frau Neubauer auch eben auch angesprochen hat. Das finde ich übrigens sehr gut, dass Sie sagen, wir sind doch eine so moderne, auch reiche Stadt. Wir müssten es doch hinbekommen. Und ich glaube, das kriegen wir hin. Und wenn wir das gut machen, ist das auch ein Vorbild für andere. Wenn wir es für Hamburg hinbekommen, dann geht es überall, weil wir eben nicht nur eine Stadt sind, in der viele Menschen leben, sondern weil wir auch eine Industriestadt sind, in der man technologisch zeigen kann, wir können Wertschöpfung, gut bezahlte Jobs, Wirtschaftskraft verbinden mit Klimaschutz. Das ist eigentlich das Ziel, was ich mir auch persönlich ein bisschen gesetzt habe. Und ich bin sehr optimistisch, dass wir das hinbekommen. Herr Zurke, Sie haben nach Ihrem Studium sich mal kurzzeitig auch mit sozialen Bewegungen beschäftigt. Und mich würde interessieren, waren Sie schon mal bei einer Fridays for Future Demo? Nein, war ich nicht. Ich war allerdings in meiner Jugend ebenso wie Frau Neubauer bei zahlreichen Demonstrationen. Damals, als ich jung war, ging es im Grunde genommen vorwiegend um das Thema NATO-Doppelbeschluss. Das war also eine sehr emotionale Debatte. Es gab riesige Demonstrationen hier in Hamburg mit 500.000 Teilnehmern. Es gab das Thema Brunsbüttel. Also ich kenne das Thema soziale Bewegung nicht nur von der Außenbetrachtung, sondern natürlich auch, als ich jünger war, sozusagen aus eigenem aktiven Tun. Ist das bei Ihnen zu Hause Thema, Fridays for Future, am Abendbrotstisch? Ja, ich habe einen 24-jährigen Sohn, also ich kenne die Diskussion, die sich in der Öffentlichkeit abspielen, auch vom privaten Abendbrotstisch. Und mein Sohn hat auch, ich sage mal, sehr extreme Position, was das Thema Umweltschutz angeht, und ist für mich auch ein Stück weit eine Vorbildfunktion, weil viele Dinge, die ich früher als selbstverständlich empfunden habe, als ich in dem Alter war, dass man, wenn man auszieht, dann bekam ich von meinem Vater eine Bohrmaschine. Wenn ich meinem Sohn jetzt sage, der ist ausgezogen, möchtest du eine Bohrmaschine haben, dann sagt er, Papa, das brauche ich nicht, wenn ich die haben will, komme ich vorbei und leihe mir die aus. Also ich sage mal, dieses Thema, Dinge zu teilen und nicht selbst zu besitzen, Dinge zu nutzen, ohne sie zu besitzen, das finde ich etwas sehr Positives, was ich mir auch ein Stück weit abgucke. Also ich sage mal, ich habe da zu Hause auch ein Korrektiv, für das ich sehr dankbar bin. Und ich finde, wir lernen voneinander. Also wir können viel von den jungen Menschen lernen, weil sie das ein Stück weit natürlich auch vorleben. Dann wird es glaubwürdig. Es bedarf ja einer gewissen Hitze, um Politik in Bewegung zu bringen. Das haben wir in den letzten Monaten gemerkt. Jetzt gab es dieses Klimapaket oder gibt es dieses Klimapaket der Bundesregierung. Wir machen einen kurzen Abstecher nach Berlin. Über das haben Sie sich vor einiger Zeit auch unter freiem Himmel auseinandergesetzt, Herr Tschentscher, Frau Neubauer. Jetzt gab es gestern die Meldung, dass dieses Klimapaket der Bundesregierung wieder abgeschwächt wird, also in Sachen CO2-Reduktion, Überprüfung
Änderung, Nachjustierung. Herr Tschentscher, stehen Sie jetzt immer noch hinter diesem Klimapaket der Bundesregierung? Ja, Sie sagen ganz recht, es gab eine Meldung. Also jetzt wollen wir mal gucken, was tatsächlich passiert. Das war so eine Meldung, die darin bestand, dass es irgendwie ein Zwischenziel gäbe, was nicht mehr so nicht mehr so klar definiert ist. Aber es steht, bis 2030 müssen wir 55% CO2-Reduzierung hinbekommen. Dieses Gesetz, was übrigens nach meiner Bewertung sehr viel besser ist, als die öffentlichen Kommentierungen andeuten. Da ist eigentlich alles drin, was die letzten 10 Jahre so gefordert wurde. Vielleicht nicht sehr weitreichend umgesetzt, aber es ist erstmal alles beschrieben, was man tun kann. Und es ist vor allem ein Mechanismus, ziemlich wichtig. Frau Neubauer hat gesagt, wir müssen die Pariser Klimaschutzziele erreichen. Das ist den jungen Leuten wichtig. Und dieses Gesetz sieht vor, dass genau das gesetzlich vorgeschrieben wird. Und dass das durch einen unabhängigen Rat kontrolliert wird. Also es wird jetzt Jahr für Jahr geguckt, geht es voran mit der CO2-Reduzierung? Das ist ja die Annahme, dass man das hinbekommt mit den Maßnahmen. Sollte es aber nicht so sein, haben Skeptiker recht, die sagen, das reicht noch nicht. Dann wird das festgestellt und dann wird mehr an Maßnahmen beschlossen. Dadurch haben wir einen klaren Pfad. Es ist für jeden Sektor beschrieben, wie viele Millionen Tonnen CO2 eingespart werden müssen. Auch diese konkrete Beschreibung unseres Plans hat es bisher nicht gegeben. Und dann wird man in Zukunft im Grunde, wer auch immer dann Regierung ist, verpflichtet sein, diese Ziele auch Jahr für Jahr umzusetzen. Und das finde ich einen ziemlichen Fortschritt. Ich bin auch der Meinung, man muss an einigen Stellen noch was dazu machen. Wir werden aus Hamburger Sicht auch noch ein paar Dinge in den Bundesrat einbringen. Aber erst einmal bin ich froh, dass wir eine sehr gute Grundlage haben, einen großen Schritt nach vorne bekommen haben, aus dem man jetzt auch kein Zurück mehr akzeptieren wird. Fortschritt, gute Grundlage, der Weg nach vorn, Frau Neubauer. Was machen diese Umschreibungen mit Ihnen? Es ist ja irgendwie spannend, ne? Also die Bundesregierung verabschiedet ein Gesetz, sie sagen, da ist alles drin, was gefordert wurde. Und was ich und viele andere in den letzten 2 Wochen erlebt haben, ist das wirklich von allen Seiten. Also das hört überhaupt nicht bei den Umweltverbänden auf, sondern es geht wirklich weiter. Quer durch das Spektrum durch kommt eine so fundamentale Kritik an diesem Paket, wo ich mich frage, gut, also wo waren denn diese Räume, wo man sich ausgetauscht hat, was man fordert, weil anscheinend hat man sich nicht zugehört. Und ich saß in diesen Räumen jetzt im Nachhinein drin, wo Umweltverbände zum Beispiel den Beteiligten von der Regierung erklärt haben, was ihnen daran nicht passt. Und es war ein Unverständnis im Raum, weil die sich anscheinend missverstanden hatten oder so. Aber davon, dass der jetzt irgendwie drin ist, das heute gefordert haben, kann nicht die Rede sein. Und was wir erleben, ist, seitdem dieses Paket veröffentlicht wurde und es ein Aufschrei gab, berechtigterweise, weil es absolut nicht ausreicht, wenn Expertinnen und Experten sagen, das Paket reicht nicht aus, um Paris einzuhalten, dann hat das Paket das Ziel verfehlt. Und dann bringt es auch nichts zu sagen, da ist ein Aspekt drin, der ist schön und gut. Wenn die Summe dieser Maßnahmen nicht ausreicht, um das entscheidende Ziel einzureichen, dann bringt uns das Paket einfach nichts. Und darum geht es. Klimaschutz, halber Klimaschutz bringt einfach nichts. Und was jetzt passiert ist, dass die Bundesregierung gesagt hat, also wir arbeiten noch mal dran und Maßnahmen durchgesetzt hat, die das tatsächlich abgeschwächt haben. Wie stark und was sozusagen Berichterstattung war, sei dahingestellt, aber de facto lässt sich feststellen, dass Mechanismen, die am Anfang irgendwie als entscheidend und wahnsinnig tragfähig dargestellt wurden, wieder rausgenommen wurden. Dass zum Beispiel der Beirat, der das überprüft, nicht mehr sanktionieren kann. Dass es für 2040 kein Ziel gibt. Dass man jetzt sagt, wir wollen klimaneutral 2050 verfolgen, aber wir verpflichten uns nicht dazu. Was soll das? Und da weiß ich nicht, bin ich irritiert und ratlos und denke so, Moment, wie kann es sein, dass man irgendwie sich hinsetzt und sagt, wir kümmern uns um das Klima und letztendlich alles dafür tut, damit man bloß keine Maßnahmen durchsetzen muss, die wirkliche Veränderungen bringen in dem Ausmaß, wie wir es brauchen. Herr Tschentscher, sagen Sie mal, sind wir nicht radikal genug? Vielleicht müssen wir mal konkret werden. Ja. Das Bahnfahren wird billiger. Eine riesenwichtige Maßnahme. Ist ewig gefordert worden. Wir reduzieren den Mehrwertsteuersatz von 19% auf 7%. Fliegen wird teurer. Gerade hat hier eine
Bürgerin, die hat in ihrem Einspieler hat eine Bürgerin gesagt, das geht doch nicht, dass wir diese Kurzstreckenflüge machen. Ja, genau das ist vorgesehen, dass die Kurzstreckenflüge teurer werden. Ja, und dass das Geschäftsmodell der Billigfluglinien sich nicht mehr lohnt. Steht drin. Einen massiven Ausbau der Deutschen Bahn. Wir müssen neue Bahnstrecken bauen. Wir müssen jedes Jahr viele Milliarden für den Ausbau der Bahninfrastruktur machen. Ist dort alles eingerechnet und beschlossen. Und dann haben wir das Ziel 2030, was das nächste ist, was wir einhalten müssen. Und dort gibt es keine Aufweichung. Es gibt übrigens jetzt, wo das Paket veröffentlicht ist, mehr und mehr Stimmen, die Leute sagen dann plötzlich, oh, so schlecht ist das gar nicht. Ich nenne Ihnen mal einen Namen, der ist hier in Hamburg bekannt. Der frühere Bürgermeister Klaus von Donani. Ein ziemlich kluger und in vielen Feldern erfahrener Mensch. Der hat in der Wirtschaft gearbeitet, der kennt sich in der Wissenschaft aus, der hat diese Stadt mal regiert, der war auf Bundesebene, der hat gesagt, eigentlich ist das ein ziemlich kluges Konzept, was darin besteht, dass man wirklich praktisch vorankommt. Und deswegen bin ich etwas überrascht. Wir hatten diese Beschlüsse, waren noch gar nicht veröffentlicht. Da hatten schon einige ihre Twitter-Meldungen abgesetzt, dass es eine große Enttäuschung sei. Und wenn man darüber redet, stehen in den 22 Seiten viele Dinge drin. Ich gebe Ihnen ja recht, Frau Neubauer, einige Dinge kann man noch ein bisschen konkreter fassen, da kann man auch noch was draufpacken. Aber im Prinzip sind alle Themen angesprochen und wir haben eine Verbindlichkeit auf Gesetzesrang, dass wir das Ziel wirklich erreichen. Und das finde ich einen ziemlich großen Fortschritt. Und dadurch wird das auch kontrollierbar. Und ich bin ziemlich sicher, wenn Skeptiker recht haben, dass es nicht ausreicht, dann wird es weitere Maßnahmen geben. Aber wir dürfen uns nicht blockieren. Wir müssen ambitioniert sein. Wir dürfen nicht in Panik verfallen. Angst ist immer ein ganz schlechter Ratgeber für Zukunftsprojekte. Und in diesem Paket, in dem, was wir noch dazu sicher packen können, steckt viel Wirkliches. Wir fangen jetzt mal an und diskutieren nicht weiter über Ziele. Norman Zucke vom Unternehmensverband Hafen Hamburg. Nun wurde ja spitz bemerkt irgendwie, dass so viel an diesem Klimapaket nicht dran sein kann, wenn vor allen Dingen die Automobilindustrie danach Konfetti wirft. Wie haben Sie das als Unternehmensvertreter, als Wirtschaftsvertreter wahrgenommen, dieses Klimapaket? Also ich bin Optimist. Vor dem Hintergrund sehe ich immer erstmal das Positive. Und ein positiver Aspekt ist, dass wir erstmals eine CO2-Bepreisung in Deutschland haben. Deutschland hinkt im internationalen Vergleich bei der Einführung einer CO2-Bepreisung hinterher. Das ist so, aber es macht keinen Sinn, nach hinten zu gucken. Wir haben erstmals eine CO2-Bepreisung, wir haben eine dynamische Entwicklung des CO2-Preises und wir haben eine Überführung der CO2-Steuer in einen Emissionshandel. Das muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich ganz clever gemacht, weil der Emissionshandel von der Lenkungswirkung viel größer ist als eine Steuer, aber wesentlich länger dauert, bis er eingeführt ist, weil es einfach ein komplexeres System ist. Und ich finde, diese Idee, anzufangen mit einer CO2-Steuer und das dann sukzessive zu überführen, finde ich ganz clever gemacht. Über die Höhe des CO2-Preises kann man sicherlich streiten, aber vom Grundsatz ist es ein Novum, dass wir CO2 bepreist haben, spät, aber immer noch rechtzeitig. Herr Zucke, Sie sagten gerade, es macht keinen Sinn, nach hinten zu schauen, also schauen wir nach vorne und schauen wir auch gern wieder auf Hamburg. Herr Tschentscher, was wird denn Hamburgs neuer Klimaplan, der gerade in Arbeit ist, besser machen als das Klimapaket der Bundesregierung? Ich stelle das nicht gegeneinander, ausdrücklich nicht. Alles, was der Bund macht, hilft uns auch in Hamburg. Also wenn der Bund jetzt sagt, er fördert den öffentlichen Nahverkehr, er verdoppelt die Mittel auf 2 Milliarden Euro pro Jahr für den Ausbau von U- und S-Bahn, dann hilft uns das. Und auch alles andere, die Förderung des regenerativen Stroms auf 65% des Bruttostromverbrauchs, kommt uns auch in Hamburg zugute. Also alles, was der Bund macht, ist für uns Rückenwind. Das preisen wir gleich mit ein. Aber wir werden natürlich für uns selbst als Stadt rechnen, ob es ausreicht. Wir haben ja noch Industrieunternehmen, wir haben einen großen Gebäudesektor und wir haben, das müssen wir auch noch mit abarbeiten, ja Menschen, die zu uns ziehen. Wenn wir mal die CO2-Emissionen pro Kopf uns angucken, sind wir noch besser vorangekommen, als wir nur in der Gesamtmenge ermitteln. Denn wenn wir mehr Menschen aus sozusagen anderen Bundesländern bei uns aufnehmen, die nicht mehr so weite Strecken fahren, aber die dann bei uns leben und damit auch Energie verbrauchen, dann haben wir noch was mit abgearbeitet, sozusagen für andere Bundesländer, die diese Einwohner ja nicht mehr haben.
Alles in allem wird unser Klimaplan jetzt darin bestehen, dass wir einmal verlängern, was wir schon haben, dann stellen wir fest, wir müssen noch einen Zahn zulegen und dann werden wir ganz konkrete Maßnahmen für den Gebäudesektor festlegen, wie wir also fördern, dass wir noch mit dem Energieverbrauch beim Heizen und Kühlen von Gebäuden vorankommen. Wir werden ausrechnen, was unsere Verkehrsmaßnahmen bringen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel wissen, dass wir mehr E-Mobilität nach Hamburg bringen, wenn wir den Radverkehrsanteil erhöhen, kann man ungefähr abschätzen, was das an CO2-Emissionen einspart. Und dann werden wir gucken, wie groß ist noch die Lücke, wo müssen wir noch was reinrechnen. Also das ist das, was wir jetzt für Hamburg machen. Eigentlich, dass es für ganz Deutschland gilt, auch für unsere Stadt. Und es gibt da viele Maßnahmen, die die Behörden jetzt zusammen tragen, wo dann immer nicht nur die Maßnahme steht, sondern auch eine Zahl dahinter, was es bringt. Weil man sich ja nicht täuschen darf. Wir haben vorhin viele Vorschläge gehört von Bürgern, die sagen, ah, kein Feuerwerk mehr oder nicht mehr dieses blaue Hafenbild. Man kann das weglassen, aber man darf sich ja nicht täuschen. So Kleinkram bringt nicht wirklich die Lösung. Wir dürfen jetzt das Leben nicht komplett sozusagen umkrempeln und am Ende bringt es noch nicht mal was, sondern Bäume pflanzen ist gut, aber der Klimawandel ist eingetreten, nicht weil wir zu wenig Bäume gepflanzt haben, sondern weil wir über Jahrmillionen gespeichertes CO2, Kohle, Erdöl, Erdgas freigesetzt haben in kurzer Zeit. Da kommen wir nicht mit Bäume pflanzen gegen an. Wir müssen sozusagen an die wirklichen Ursachen des Klimawandels kommen und da unser Verhalten auch sozusagen das ändern, was Industrienationen bisher gemacht haben. Nämlich ohne Rücksicht auf Klimaveränderungen einfach fossile Energieträger gebraucht. Machen wir das nochmal ganz konkret. Der neue Hamburger Klimaplan. Welche Änderungen werden wir im Jahr 2030 als Hamburgerinnen und Hamburger so richtig am eigenen Leib erfahren, sehen und spüren? Also ich hoffe, dass das auch mit positiven Wirkungen verbunden ist. Wir dürfen den Klimaschutz ja nicht immer nur negativ diskutieren. Man muss ja wissen, Klimaschutz kann die Stadt attraktiver machen. Wenn wir jetzt zum Beispiel den Verkehr anders organisieren, wird es ja leiser in Hamburg. Das wird ja mehr Raum geben auf der Straße, der jetzt noch vom Autoverkehr in Anspruch genommen wird. Ich bin gar nicht dafür, solche großen Projekte immer mit negativer Stimmung zu beginnen. Es muss mit einer positiven Vision verbunden sein. Ein Mitmacheffekt darf gerne eintreten. Alle dürfen noch Vorschläge dazu packen, die sie aus ihrem eigenen Leben dazu beitragen können. Aber wir werden ganz viele Maßnahmen machen, die viel bringen. Jetzt zum Beispiel die Landstromversorgung im Hafen. Das wird sehr viel bringen, weil natürlich die Schiffe große Energieverbraucher sind. Und wenn die Landstrom nehmen, der grün hergestellt wird, bringt das eine Menge. Wir haben Projekte, wir nennen das NEW 4.0 Konzept. Da haben sich die Wissenschaftler und die Unternehmen zusammengetan und haben gesagt, wir können Strom nutzen, um Wasserstoff herzustellen, den Wasserstoff wiederum in der Industrie einsetzen. Und das sind so Projekte, die ändern unser tägliches Leben gar nicht. Da werde ich weder positiv noch negativ durch beeinflusst. Aber wir kommen mal auf 500.000 Tonnen CO2-Einsparung, dadurch, dass Wissenschaft und Unternehmen sich zusammentun und sozusagen investieren in neue Industrie- und Energietechnologie. Das heißt, wenn wir das alles zusammenpacken, dann kriegen wir das hin mit den 55%. Und da müssen wir wirklich an den richtigen Stellen uns auch, muss man sagen, richtig zusammen bemühen, Wissenschaft, Wirtschaft, Politik. Und da werden wir auch bei der Bundesregierung anklopfen und sagen, wenn ihr wissen wollt, wie es gelingen kann für ganz Deutschland, müsst ihr uns helfen. Und diese ganzen Förderprogramme, die jetzt auch in dem Klimapaket stehen, was ja so schlecht bewertet wird, obwohl ich finde, da ist ziemlich viel noch rauszuholen. Da sind ganz viele Fördermaßnahmen drin, wo wir sagen können, hier, da ist das Förderprogramm gut angelegt, die E-Mobilität zum Beispiel, die wir in Hamburg brauchen. Das alles wird jetzt von uns selbst weiter unterstützt, aber da wird auch Rückenwind kommen aus Berlin durch dieses Klimapaket. Frau Neubauer, Herr Tschentscher hat gerade gesagt, man darf noch Ideen und Wünsche äußern. Was wären denn Ihre Ideen und Wünsche, damit Hamburg im Jahr 2030 oder im Jahr 2050 die Vorgaben des Pariser Klimaabkommens erfüllt? Naja, Sie haben mich eingangs gefragt, was gemacht werden müsste und ich habe sowas gesagt, hier muss diskursiv vorangehen und ich würde sagen, hey, machen Sie sich ehrlich, wenn man die Klimakrise ernst und wenn man sich die Daten anguckt, dann stellt man fest, dass sich 2030 alles ändern muss, auch für jeden Einzelnen, damit fängt es doch an, also da muss man mal die Wahrheit sagen und sagen, nee Leute, sorry, wir können nicht so weitermachen wie bisher. Also ich denke dann so, das ist doch der erste Schritt, es muss der erste Schritt sein,
darüber mal die Karten auf den Tisch zu legen und zu sagen, okay, ich glaube, wir müssen viel mehr nach hinten gucken und uns wirklich mal in aller Ernsthaftigkeit fragen, warum sind wir denn bisher nicht weitergekommen, als wir sind? Wieso wurde in Hamburg in den letzten 20 Jahren so unfassbar wenig an Emissionen verringert? Und wie kann man das massivst steigern? Wo waren die Hebel, die man nicht bedient, obwohl sie da liegen? Wie kann es sein, dass zum Beispiel auf Bundesebene einerseits ein CO2-Preis jahrelang nicht eingeführt wurde, obwohl klar war, dass es sinnvoll war? Wer hat das denn verhindert? Auf wen wurde da gehört, wenn man von der Wissenschaft immer wieder die Signale bekommen hat, hey Leute, das brauchen wir, es ist sinnvoll, es ist ökonomisch gerechtfertigt. Und das Gleiche gilt in Hamburg auch. Und da denke ich, müsste man mal deutlich reflektierter und weiß ich nicht, selbstkritischer in aller Konstruktivität an die Sache rangehen. Und ich finde es dann, weiß ich nicht, das ist okay, wenn man sagt, wir haben einen unfassbar großen Hafen, der sehr, sehr dreckig ist und dass man da jetzt mit Landstrom anfängt, ist ja ein Schritt. Aber das kann doch nur ein kleines Mosaikstück sein von einer gewaltigen Transformation, die in der Summe sich daran messen muss, was ist unsere Verantwortung. Und die ist viel größer als wir das, glaube ich, uns bisher bewusst sind. Und natürlich sprechen wir davon, wie man einfach Verkehr massivst reduzieren kann in der Stadt. Mehr Autos, ob das jetzt E-Autos sind oder normale Autos, das wird es ja nicht sein. Wir müssen uns fragen, okay, das hat bisher nicht wirklich was gebracht. Wie können wir radikal Individualmobilität reduzieren? Das wird jeder Einzelne merken, auf die eine oder andere Art und Weise. Und ganz ehrlich, hier haben viele Leute gerade von Altona gesprochen, die machen das gerade. Die haben eine autofreie Zone in Altona. Und ich weiß nicht, wer da mal durchgelaufen ist, aber es ist fantastisch. Straßen sind sehr breit. Und wenn da keine Autos parken, halt einfach Platz für Menschen und nicht mehr nur für Autos. Also ich glaube, in die Richtung müsste man viel mehr denken, out of the box, und sich bewusst machen, dass ich natürlich an jeder Ecke und in jedem Ende was verändern muss. Und ich frage mich, ob die Hamburger Emissionsziele eigentlich Paris-konform sind, denn die deutschen Klimaziele sind es ja nicht. Wir haben 55, ja. Doch. Das, was die europäische Ebene vereinbart hat, ist die Umsetzung der Pariser Klimaschutzabkommen für Europa. Und für Deutschland ist dieser Teil, der ja größer ist als in anderen Ländern, vereinbart worden. Aber um es mal konkret zu sagen, das Bewusstsein hat sich schon ziemlich radikal geändert. Als ich kurz nach meinem Amtsantritt die Chicago Climate Charter unterschrieben habe, es war von Fridays for Future, war noch gar nicht die Rede, da haben mich viele angeguckt, was soll das denn jetzt? So ein Klimaschutzabkommen der großen globalen Städte dieser Welt, was kümmerst du dich darum? Und als ich noch im November vor dem Überseeclub die Bürgermeisterrede, die man da mal halten darf, alle 3 Jahre, dem Klimaschutz gewidmet habe, da war noch große Aufregung, oh, was redet der da plötzlich über Klimaschutz und dann noch vom Überseeclub, das sind doch die ganzen Wirtschaftsleute. Jetzt auf einmal ein halbes Jahr später wird so getan, als wenn die Politik sozusagen getrieben werden muss von der Straße. Und ich sage mal, nein, wir haben in der Politik diese Grundanforderungen, die der Klimaschutz stellt. Den haben wir jedenfalls in Hamburg seit 2011 schon gekannt und wir haben uns sehr darauf vorbereitet. Und jetzt sage ich mal, um praktisch zu werden, eine Straße vom Autoverkehr sperren verhindert nicht Verkehr, sondern leitet den Verkehr anders weiter. Und da wird es Leute geben, die plötzlich sagen, ja, die haben sich eine schöne Straße gemacht, aber was ist mit mir? Ich muss ja immer an die gesamte Stadt denken. Und deswegen ist der wirkliche Schritt nach vorne zu sagen, wie ermöglichen wir es, Leute ohne Auto zurechtzukommen in Hamburg, ihre Wege zu machen ohne das Auto. Und da gibt es ganz viele Vorhaben, die wir haben. Bus- und Bahnverkehr ausbauen, intelligente Verkehrsträger neu einführen, den Radverkehr zu unterstützen, all das, auch das Zu-Fuß-Gehen mal wieder attraktiv machen, all das kann man tun, aber es muss immer nicht mit der Beschwerde, warum ist das nicht vor 50 Jahren schon passiert? Da kann ich sagen, ja, das tut mir leid, da war ich noch nicht Bürgermeister, ich kann doch jetzt die Vergangenheit nicht ungeschehen machen. Wir haben seit unsere Themenfelder erkannt, wir gehen voran, der Bund hilft uns, es ist eigentlich viel Grund zu Optimismus, dass es ab jetzt jedenfalls schneller geht, weil es diesen guten Bewusstseinswandel gibt, an dem Luisa Neubauer und viele junge Leute ja beteiligt waren. Das ist ja auch ganz positiv, dass es diese Diskussion jetzt so öffentlich gibt.
Aber vielleicht, um das, ja, darf ich da kurz, weil natürlich wird eine Straße in Ordnung sein, wird nicht die Klimaziele in Hamburg einhalten. Aber worum es ja geht, ist, wenn Sie von Bewusstseinswandel sprechen, ist doch zu zeigen, hey Leute, so kann es aussehen. 58% befürworten in Hamburg eine autofreie Innenstadt. Ich bin mir sehr sicher, dass viele von denen noch nicht erlebt haben, wie eine autofreie Straße funktionieren kann. Und sich fragen, wie komme ich nach Hause, wie komme ich rum, wie komme ich zu meinem Geschäft, was macht das vielleicht für meinen Laden? Und indem man mal loslegt und zeigt, hey Leute, so kann es aussehen, ist es doch genau der Schritt, dass man Menschen dafür begeistert. Und dass ich natürlich immer mehr Menschen die Frage stellen, Moment, brauche ich eigentlich ein Auto? Natürlich ist es der Job auch von einem Bürgermeister oder von einer Stadtverwaltung, den Nahverkehr so aufzubauen, dass Menschen ohne Auto sich in der Stadt bewegen können. Aber das, also das ist auch so ein, ja, Teil von der, ja, Jobbeschreibung, okay, oder? Ja. Aber ich muss Ihnen mal sagen, wenn wir jetzt die ganze Innenstadt für den Autoverkehr sperren, dann muss man ja überlegen, ich bin dann ja noch mal angenommen, dann sind Sie Bürgermeisterin. Was glauben Sie, was dann los ist, wenn die Ost-West-Straße, wenn die Lambertsbrücke, wenn diese Hauptverkehrsadern plötzlich gesperrt werden und wenn dann die Staus, wenn das, der ganze Verkehr zum Erliegen kommt in Hamburg, dann wird es einen Zorn geben. Dann wird sagen, was macht ihr denn da? Man muss doch jede dieser Maßnahmen einmal in dem Gesamtsystem beurteilen. Wir müssen die ganze Stadt im Blick haben und müssen überlegen, was passiert an dieser Stelle, wenn ich dort etwas ändere. Und eine Stadt wie Hamburg ist komplex. Wir müssen erst einmal die Voraussetzungen dafür schaffen, dass wir auf weniger Autofahren setzen können. Jahrzehntelang ist diese Stadt gebaut worden, nur mit Blick auf das Auto. Und jetzt sind wir seit einigen Jahren dabei zu sagen, das wird anders. Wir bauen wieder ganz intensiv Radwege oder wir bauen erstmalig Radwege, Velorouten, Kreuzungen bauen wir um, damit es auch sicherer wird, Fahrrad zu fahren. Aber ich kann nicht 60 Jahre Versäumnis mal eben in 3 Jahren umdrehen. Das ist unrealistisch. Aber weniger Autoverkehr und auf Straßen und auf Fahrräder und auf Individualverkehr und auf autofreie Zonen. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Aber jetzt wollen wir mal den Blick auf die ganze Stadt richten und zwar auf Sie, liebes Publikum, liebe Damen und Herren. Wir möchten jetzt gerne Ihre Meinung wissen. Was muss sich aus Ihrer Sicht in Hamburg ändern, damit wir in 2030 ein besseres Klima haben? Daniel kommt jetzt gleich mit einem Mikro zu Ihnen nach unten. Ich sehe schon, der erste Herr meldet sich. Ich habe 2 Bitten an Sie, wenn Sie sich melden und etwas sagen möchten. Zum einen, nennen Sie bitte Ihren Namen und nennen Sie bitte den Stadtteil, aus dem Sie kommen, damit auch unsere Radiozuhörer wissen, mit wem Sie es zu tun haben. Und zum anderen, machen Sie gerne einen ganz konkreten Vorschlag, was Hamburg tun kann und sollte, damit wir in 2030 ein besseres Klima haben. Jo, mein Name ist Heinz Otto. Guten Tag, Herr Dr. Tschentscher und Luisa und Sie auch, Herr Zucker. Ja, wir kennen uns alle durch verschiedene Maßnahmen. Das Thema bei mir ist ja immer die Energie seit vielen Jahren. Fing an mit der Windenergie und griff dann über auf alle Bereiche unserer Gesellschaft. Dazu gehört auch das Bauwesen. Wir haben heute im Abendblatt einen riesengroßen Artikel gelesen von einem Fachmann aus Oldenburg, glaube ich, der davon spricht, dass die graue Energie einen immensen Anteil hat an dem, was wir tun. Das heißt also, überflüssige, neue, große Bauten in Hamburg sollten auf einen strengen Prüfstand gelegt werden, ob das notwendig ist. Dazu gehört, dass dieses Thema, was ich jetzt anspreche, auch in den Hamburger Klimaplan mit reingehört. Dass sich also keiner drücken kann um so eine Prüfung. Ein Randthema an der Stelle ist, dass der Bahnhof Altona verlegt werden soll nach Diebsteich. Da ist genauso eine große Betonmasse in Diebsteich geplant, wie wir sie in Altona haben. Warum sollen wir den praktischen Bahnhof, der zwar hässlich ist, aber sehr gut und praktisch und barrierefrei, warum sollen wir das schleifen, das Ding, und verlegen? Nächstes Thema ist bei mir die Straßenbahn. Der Vergleich in den Behörden zwischen den verschiedenen Verkehrsmitteln, Straßenbahn und U-Bahn und S-Bahn, rein energietechnisch, ist nie offiziell in einer Zeitung beschrieben worden. Das sollten wir uns vor Augen führen, was wir da sparen können, wenn wir eine Straßenbahn planen, statt einer großen U-Bahn. Und zum Schluss möchte ich gerne auf das Mercator-Institut in Berlin hinweisen. Luisa, die haben eine sogenannte CO2-Uhr rausgebracht. Die kann man sehen im Internet. Und ich hoffe, dass der Techniker da hinten die mal eben einspielen kann, um uns deutlich zu machen, dass wir bei 2 Grad ungefähr 27 Jahre noch Zeit haben, um auf CO2-Emissionen null zu kommen. Oder bei 1,5 Grad sind es nur 12 Jahre. Das war's. Vielen Dank. Ich pick mir mal ein Thema von Ihren 3 Themen raus und gebe das weiter an Herrn Tschentscher. Keine Riesenbauten mehr in Hamburg. Herr Tschentscher, wie können Sie die Riesenbauten verhindern?
Ja, er hat gesagt, man muss genau prüfen, ob wir einen Bau brauchen, einen Neubau. Das tun wir auch. Nehmen wir mal an, das Grüne- und Jahrgebäude zum Beispiel. Das ist jetzt energetisch in einem ganz schlechten Zustand. Das muss saniert werden. Aber wir reißen es nicht ab, sondern wir sagen, das ist ein denkmalschutzwürdiges Gebäude. Das wird energetisch saniert und kann dann erhalten bleiben. Da machen wir das. Aber es geht nicht immer. Und vor allem müssen wir dafür sorgen, dass wir ausreichend Wohnraum in Hamburg haben. Denn nur so können wir die Mieten bezahlbar halten. Und ich sage Ihnen noch was. Wir haben 340.000 Einpendler jeden Tag. Viele davon pendeln nur deshalb ein und aus, weil sie keine bezahlbare Wohnung gefunden haben. Wenn wir die in Hamburg auch sozusagen da, wo sie sowieso arbeiten, ihnen eine Wohnung ermöglichen, dann haben wir viele Kilometer Fahrerei, also viel Verkehr vermieden, wenn nur die Hälfte davon oder ein Drittel davon nicht mehr jeden Tag 30, 40, 50 Kilometer fahren. Dann haben wir weniger Stau, weniger Lärm, weniger Luftverschmutzung, weniger Energieverbrauch. Das heißt, wir können unsere Stadt noch ein bisschen wachsen lassen. Das ist nicht viel. Wir brauchen vielleicht 10% Wachstum. Und dann haben wir viel, viel Verkehr, viel Stau, viel Lebensqualität, also weniger und Lebensqualität für alle gewonnen. Deswegen ist das ein Balanceakt. Wo können wir und wo sollten wir Infrastruktur noch schaffen, um mehr Lebensqualität zu machen? Und wo können wir auch sagen, so ein Projekt brauchen wir nicht? Ich könnte jetzt noch ein Beispiel nennen, aber ich will nicht zu viel reden. Sie haben doch nach der Stadtbahn gefragt. Da würde ich Ihnen viele Gründe nennen können, weswegen wir besser U-Bahn bauen sollten. Wir kommen zu einer nächsten kurzen Frage, zu einem kurzen Statement aus dem Publikum. Ja, ich darf ja nur was Kurzes sagen. Ich komme aus Rahlstedt und ich habe mal dies mitgebracht. Wir kämpfen ja schon lange für Umweltschutz und auch gegen die Atomkraft. Einiges hat sich ja nun da getan. Ne? Man kann plötzlich abschalten, man kann auch noch die Braunkohle abschalten in Katwijk und das geht dann so weiter. Und deswegen auch in dieser Geschichte mit dem Hafen. Wir haben 12 Kreuzfahrerschiffe und Sie wissen ganz genau, ein einziges Kreuzfahrerschiff kann sich an dieser Landstrom-Sache beteiligen. Alle anderen fahren mit Schweröl. Die kommen hier rein und raus und da passiert doch nichts. Und genauso ist es mit den Urantransporten, mit den Atomtransporten, mit den Waffentransporten im Hafen. Das machen sie alles weiter und erzählen und verharmlosen alles vorne am Podium. Und das muss mal gesagt werden. Ich könnte noch andere Geschichten bringen vom Fahrrad. Sie können sich mal umgucken in Kopenhagen und in Amsterdam, wie da Fahrrad gefahren wird. Und Sie machen das jetzt, das Projekt an der Alster, aber woanders verfallen die Fahrräder. In Bekersinenau in Rahlstedt, für die Aldi ist da toll, was gemacht worden. Auf der linken Seite, auf der anderen Seite können Sie hinstürzen, weil da die Birken stehen, weil da kein Radweg ist und nichts. Alles nur Flicken und halbes Kram. Und Sie müssen einfach mal was Vernünftiges, Klimaschutzmäßiges machen. Deswegen war ich auch auf die Demonstration. Und wenn Sie so harmlos hier rumreden, das bringt nichts. Genau. Vielen Dank. Da wir auch das Thema Fahrrad gleich noch haben, würde ich gern den Aspekt des Landstromausbaus und des Schweröls und der Schiffe nehmen und gerne einmal eine Frage an Herrn Zurke richten. Herr Zurke, wir sind froh, dass Sie da sind als Experte für den Hamburger Hafen. 12 Kreuzfahrtschiffe, ein Landstromzugang. Welche Zukunft hat der Landstrom in Hamburger Hafen und was muss man tun, um das Schweröl aus dem Hafen zu verbannen? Also zum Thema Kreuzfahrt kann ich nichts sagen, weil ich bin sozusagen zuständig für den Güterumschlag. Also sozusagen bei uns sind die Unternehmen organisiert, die Seegüter umschlagen, die in der Tat auch nicht ganz glücklich sind mit dem Kreuzfahrtboom, weil wir natürlich Nutzungskonflikte haben im Hafen. Also man kann die Wasserstraße nur einmal nutzen quasi und dann gibt es Nutzungskonflikt zwischen Kreuzfahrt und Güterumschlag. Zum Thema Schweröl. Es wird im Hafen überhaupt nicht mit Schweröl gefahren. Wir haben bereits seit 25 Jahren an Nord- und Ostsee sogenannte Emission-Controlled Areas, wo reduzierte Grenzwerte für Schwefel im Treibstoff enthalten, sozusagen verankert sind. Das gibt es nur an Nord- und Ostsee, das gibt es nicht im Mittelmeerraum. Es gibt im Grunde genommen weltweit gibt es das nur noch in Nordamerika. Und das hat zur Folge, dass die Schiffe, wenn sie den Hamburger Hafen anlaufen oder auch wenn sie andere Häfen an Nord- und Ostsee anlaufen, mit Marine Diesel sozusagen den Hafen anlaufen und nicht mit Schweröl. Also die Schiffe müssen im Grunde genommen, wenn sie nach Hamburg kommen, schon im Golf von Biscaya umschalten auf Marine Diesel, um hier sozusagen die Grenzwerte einzuhalten.
Vielen Dank. Wir haben noch eine weitere Frage da hinten. Also es gibt ja schon... Können Sie bitte noch mal ganz kurz Ihren Namen sagen und woher Sie kommen aus Hamburg? Okay, ich bin Andrea, ich komme aus Bergedorf in Hamburg, Andrea Bandelow. Ich gründe gerade ein Projekt, das sich an München orientiert, das heißt Hamburg muss handeln, in München heißt es München muss handeln. Und wir sind ganz klar dafür, dass das, was an Forderungen aus der Wissenschaft kommt in Bezug auf die Stadt Hamburg, nämlich von Scientists for Future, da gibt es ganz direkt Forderungen an die Stadt, dass das wirklich ernst genommen wird und dass dazu Stellungnahmen von der Politik kommt, die jetzt auch zur Wahl sehr eindeutig kommen müssen, weil wir werden das transparent machen und wir werden darauf schauen. Und in diesen Forderungen steht alles drin. Letzten Endes ist es das, wofür wir stehen, dass wirklich die Expertise, die Wissenschaftler, die sich damit jeden Tag beschäftigen, angehört werden. Und die werden dann entscheiden, welche Maßnahmen wirklich angemessen sind und welche nicht. Frau Neubauer hat gerade gejubelt, Hamburg. Ja, München muss handeln, ist ein mega krasses Beispiel von unfassbarem Engagement aus der Wirtschaft. Ein Zusammenschluss von über 100 Unternehmen aus allen möglichen Teilbereichen in München, die sich wahnsinnig innovativ und lautstark dafür einsetzen, dass München Klimaschutzmaßnahmen durchsetzt, die haben unglaubliche Anzeigen geschaltet in großen Tageszeitungen, natürlich zu den Streiks aufgerufen und machen ganz viel, was ein entscheidender Hebel ist, was wir erleben, ist, dass wir als junge Menschen, wir werden eingeladen als junge Menschen, als junge Generation, weil wohlwollend, weil wahrscheinlich wir auch angehört werden wollen, aber weil natürlich auch irgendwie junge Menschen immer so ein bisschen ungeduldig sind und ein bisschen naiv und das ist ja nett, wenn man denen mal zuhört. Und wir merken aber, dass wir gerade an der politischen an den politischen Fronten, gerade auf Bundesebene, an ganz, ganz viele Hürden gelangen oder so Glass Ceilings, weil Leute dann, wie zum Beispiel Frau Merkel, sagen, wir finden das ganz toll, wenn die jungen Menschen sagen, unite behind the science, aber die, Zitat, junge, ungeduldigen Menschen müssen sich auch ein bisschen geduldigen. Und da stellen wir fest, dass, okay, wir wohl immer die jungen, ungeduldigen Menschen bleiben werden, egal wie viele Expertinnen und Experten wir mitbringen. Aber was wirkt, sind die Stimmen aus der Wirtschaft. Und das sind diejenigen, auf die wir zählen, die laut werden. Denn es ist auch die, die oft verteidigt werden, wenn Klimaschutz verschleppt wird. Deswegen großartig, Hamburg muss handeln. Herr Zurke, die Jugend braucht die Wirtschaft, die Jugend schaut auf die Wirtschaft. Hat die Wirtschaft die Wissenschaft so lange vernachlässigt, das Wissen aus der Wissenschaft? Naja, ich sag mal, es gab bis vor wenigen Jahren für den Hafen keine technischen Möglichkeiten, um vom Diesel wegzukommen. Das ist seit einigen Jahren anders. Also das ist der Unterschied zum Individualverkehr, wo man relativ frühzeitig Hybridfahrzeuge hatte, Elektrofahrzeuge hat. Das war im Güterverkehr etwas zeitverzögert. Mittlerweile gibt es all diese Fahrzeuge. Es gibt dieselelektrische Vancarrier, es gibt rein elektrisch betriebene AGVs, die Container auf dem Containerterminal hin und her transportieren. Also bis vor ein paar Jahren gab es die technischen Lösungen noch nicht. Es gibt einen Bereich, der sozusagen noch technologisch schwierig ist, wenn man sehr schwere Lasten heben muss. Also wir haben hier vor ein paar Tagen im Hamburger Hafen ein Maschinenbauteil mit einem Gewicht von 600 Tonnen umgeschlagen. Das geht nur mit dieselbetriebenen Kränen, weil es gibt dafür einfach noch keine elektrische Lösung. Also das, was in der Vergangenheit ein Stück weit fehlte, war sozusagen der technologische Fortschritt im Bereich des Güterverkehrs. Danke. Ein letzter konkreter Vorschlag in unserer jetzigen Runde. Bitte Ihren Namen und aus welchem Stadtteil Sie kommen. Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Matthias Eichelberg. Ich komme aus Bambeck-Uhlenhorst. Meine Frage geht an Herrn Zurke und zum Teil an Herrn Tschentscher. Wohl wissend um diese Schiffsdieselgeschichte, was würde passieren, wenn sich jetzt namhafte Häfen in Europa zusammenschließen und das nach außen tragen und sagen, wir fertigen keine Schiffe mehr ab, die überhaupt mit Schweröl fahren oder fahren könnten, sondern grundsätzlich sagen, wir fertigen nur noch Schiffe ab, die mit Schiffsdiesel fahren. Herr Tschentscher, möchten Sie starten? Ja, ich finde, dass weder Schweröl noch Schiffsdiesel die Zukunft der Schifffahrt sind. Die Zukunft im Antrieb von Schiffen ist LNG, das Flüssiggas.
Und das ist sehr viel sauberer, hat eine etwas bessere CO2-Bilanz, kann aber auch regenerativ hergestellt werden. Wir haben ein Projekt hier, wo wir aus Windstrom, Wasserstoff und LNG als Treibstoff für Schiffe herstellen. Das ist dann 100% klimaneutral und damit könnten Schiffe übers Meer fahren. Das ist die Zukunft. Wir brauchen aber Zeit, um das alles umzusetzen. Die Reedereien beginnen jetzt, die ersten. Eine große französische Reederei, mit der ich letzten Jahr in Marseille gesprochen habe, beginnt jetzt also CMA CGM, größte Containerschiffe mit LNG-Antrieb zu bestellen. Hapag-Lloyd hat ein sehr großes Containerschiff jetzt umgerüstet oder rüstet es um auf LNG. Dazu muss der Landstrom kommen. Der empörte Bürger aus Rahlstedt eben hat gesagt, wann kommt der endlich mal voran mit dem Hafen? Wir werden jetzt an allen Kreuzfahrtterminals und an den meisten Containerterminals Landstrom installieren. Unsere Hala ist der größte städtische Hafenterminalbetreiber, hat ein Containerterminal Altenwerder, der in Zukunft komplett klimaneutral betrieben werden soll. Ich sage Ihnen, warum das eine kluge Idee ist, nicht nur für die Umwelt, sondern auch für die Reedereien und die Terminalbetreiber, weil sie alle als Kunden, als Bürger ja in Zukunft Wert darauf legen werden, dass sie Produkte bekommen, die klimaneutral hergestellt sind. Und damit, also das ist zum Beispiel etwas, was wir alle tun können, zu fragen, ist es eigentlich sinnvoll, Nahrungsmittel aus der ganzen Welt zu importieren oder sollten wir regional bei den Vier- und Marschländern einkaufen? Da haben wir Erntedankfest gefeiert am Sonntag. Fand ich eine super Idee zu sagen, natürlich, N-A-H-türlich. Und in Zukunft wird es so sein, dass Verbraucher sagen können, wie ist die Ware überhaupt nach Deutschland gekommen? Ist das klimaneutral passiert? Und wenn wir diese Frage stellen, dann gibt es für Reedereien und für Häfen und für Terminalbetreiber einen großen Anreiz zu sagen, wir müssen klimaneutral werden, damit wir ein Siegel kriegen auf das, was wir tun. Und dann wird das noch schneller gehen, als manche das für derzeit möglich halten, dass wir wirklich auch in den großen Zusammenhängen sehr schnell von der CO2-Emission wegkommen und klimaneutral werden. Da bin ich ziemlich optimistisch, dass mit der Windenergie war auch sehr zäh zu Anfang. Und plötzlich haben wir Überschuss an Windenergie. Wir haben 3,3 Terawattstunden, das ist Energie für eine riesengroße Metropole, haben wir 2017 nicht genutzt. Wir haben mehr Windenergie, als wir nutzen konnten, weil wir eben noch nicht umwandeln in andere Energieformen. Und wenn wir das hinbekommen, werden wir viel schneller vorankommen noch. Ich sage das nur mit der Windenergie, weil das vor 20 Jahren sich keiner vorstellen konnte, dass das wirklich einen ganz großen Anteil unserer Stromversorgung ausmacht. Wir schauen jetzt. Ja, momentan gibt es ein Problem, das finde ich auch. Wir sollten jetzt dafür sorgen, dass die Windenergiebetreiber wieder in Schwung kommen. Wir brauchen viel mehr Windenergie und können sie wunderbar einsetzen, nicht nur für Strom, sondern auch für synthetische Kraftstoffe. Und damit können wir dann Auto fahren. Wir können sogar, halten Sie sich fest, Kerosin herstellen für die Flugzeuge. Aus Windstrom, das glauben viele gar nicht, dass das geht. Es geht jetzt schon, es ist noch relativ teuer. Das Kerosin ist 6-mal teurer als normales Kerosin. Aber wenn wir diese Techniken entwickeln, werden sie günstiger, effizienter und dann kommen wir mit einer Industrienation, mit unseren ganzen Verkehrsanforderungen wunderbar zurecht mit der Klimaneutralität. Technische Innovationen, Veränderungen im Hamburger Hafen, Veränderungen bei der Schifffahrt, da kommen wir gleich noch dazu. Frau Neubauer, ich verspreche, Sie kommen dann gleich als erstes ran. Wir wollen jetzt aber einmal den Blick ins Ausland richten. Wir haben nämlich die NDR-Korrespondenten losgeschickt nach Marseille, nach Rotterdam und China, sich umzuhören, was für Maßnahmen, ganz konkrete Maßnahmen dort denn schon umgesetzt werden, um das Klima besser zu schützen und den Klimawandel aufzuhalten. Auch die französische Hafenstadt Marseille kämpft mit der Luftverschmutzung, ausgelöst durch immer mehr Kreuzfahrtschiffe, die im größten Hafen Frankreichs anlegen. Der Hafenbetreiber plant deshalb den Ausbau von Stromanschlüssen, damit anliegende Schiffe keinen Treibstoff verbrennen. Fähren sollen bis 2022 elektrisch versorgt werden, bis 2025 werden außerdem zwei Anschlüsse für Kreuzfahrtschiffe gelegt. Das französische Umweltministerium investiert 30 Millionen Euro in die Baumaßnahmen. Zudem setzt sich die Regierung dafür ein, den Ausstoß von Schwefel und Stickoxiden einzuschränken. In Marseille und anderen Hafenstädten werden Drohnen getestet, die die Luftqualität überwachen. Das Mittelmeer will Frankreich zur internationalen Schutzregion erklären lassen. Aus Paris, David Diffardange.
Kein Land der Welt stößt so viel klimaschädliches CO2 aus wie China, was daran liegt, dass es mit mehr als 1,3 Milliarden Menschen das bevölkerungsreichste Land der Welt ist. Wenn man den Pro-Kopf-Ausstoß betrachtet, stoßen unter anderem die USA, Deutschland, Australien und andere Staaten deutlich mehr Klimagase aus. Am meisten CO2 blasen in China die vielen Kohlekraftwerke in die Luft. Auf absehbare Zeit wird Kohle auch der wichtigste Energieträger des Landes bleiben. Trotzdem, Chinas Staats- und Parteiführung treibt den Ausbau der Erneuerbaren massiv voran. In allen Landesteilen entstehen Solarkraftwerke und Windkraftanlagen. Aufwendige Genehmigungsverfahren gibt es in der Diktatur China nicht. Der Staat hat ohnehin immer das letzte Wort. Auch neue Atomkraftwerke sind in Planung. Die CO2-freie Kernkraft ist für Chinas Staatsführung ein wichtiges Instrument zum Klimaschutz. Riesigen Aufholbedarf gibt es in China noch beim Energiesparen. Heizungen haben fast nie ein Thermostat. Wenn man im Winter also die Temperatur in der Wohnung etwas reduzieren möchte, muss man häufig die Fenster aufreißen. Die Heizung runterdrehen geht ganz einfach nicht. Im Sommer laufen in unzähligen Wohnungen und Büros in China Klimaanlagen, die sehr viel Strom verbrauchen. Denn gebaut wird in China meistens immer noch so, dass es im Winter überall kalt reinzieht und im Sommer auffällig schnell sehr heiß wird. Steffen Wurzel, Hongkong. Rotterdam ist unter den niederländischen Städten der größte Luftverschmutzer und für 20% des landesweiten CO2-Ausstoßes verantwortlich. Um das zu ändern, hat die Stadt 150 Unternehmen und Organisationen an einen Tisch gesetzt, die bis Ende des Jahres ein Klimapaket schnüren sollen. Konkrete Pläne liegen bereits vor. Bis 2050 will die zweitgrößte Stadt des Landes komplett CO2-neutral sein. Auch der Hafen soll auf fossile Brennstoffe verzichten und sich zum grünsten Hafen der Welt entwickeln. In der Nordsee sind 72 neue Windräder geplant, alte Wohnungen werden nachhaltig saniert und Heizungen von Erdgas auf alternative Energien wie Erdwärme umgestellt. Die beiden Kohlekraftwerke der Stadt müssen in spätestens 11 Jahren schließen. Bis dahin sollen 100.000 Dächer in der Stadt mit Photovoltaikanlagen versehen sein. Geplant ist außerdem, mehr Ladestationen für Elektroautos bereitzustellen, um die E-Mobilität zu fördern. Denn von 2030 an dürfen im ganzen Land keine Diesel- und Benziner mehr als Neufahrzeuge zugelassen werden. Aus Den Haag, Ludger Katzmierzak. Ja, Herr Tschentscher, wenn man das hört, was aus Rotterdam so kommt, dem großen Konkurrenten Hamburgs als Hafenstadt, der grünste Hafen der Welt, das wäre doch schön, wenn da dieses Etikett über der Einfahrt von Hamburg stehen würde, oder? Ja, das ist schön, dass Rotterdam das vorhat, aber wir haben noch die Nase vorn. Also unser Landstromprogramm jetzt, da gibt es in ganz Europa kein anderes Beispiel für, dass wir in diesem Umfang die Infrastruktur schaffen, damit alle Schiffe, Container und Kreuzfahrtschiffe Landstromversorgung bekommen. Ich bin auch sehr gern bereit, das ist auch ein Ziel der Bundesregierung, dass wir in Europa eine Gesamtregulierung haben, die darauf hinausläuft, dass man alle verpflichtet, Landstrom abzunehmen, dass man einheitliche Regeln schafft. Was wir nicht gebrauchen können, ist, dass unser Hafen sozusagen unwirtschaftlich wird, die Reedereien noch mehr nach Rotterdam und Antwerpen fahren, denn dort sind die Umweltbedingungen schlechter. Dort werden die Container nämlich nicht mit der Bahn weiter transportiert, sondern mit dem LKW. Wir sind der einzige Hafen, der fast jeden zweiten Container mit der Bahn weiter transportiert ins Hinterland. Und das ist ein ökologischer Vorteil gegenüber den ganzen LKWs, die viel mehr Umweltverschmutzung und Energieverbrauch haben. Und deswegen müssen wir klug genug sein, unsere Stärken auszubauen, also die Landstromversorgung, die Hafenbahn stärken, dafür sorgen, dass wir ein LNG-Terminal in die Nähe bekommen. Das ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass wir wegkommen vom Schweröl und vom Schiffsdiesel. Das kann Schleswig-Holstein für uns machen oder Niedersachsen. Da ist also schon ein Projekt in Planung in Brunsbüttel. Und so, glaube ich, werden wir und bleiben wir der grünste Hafen Europas. Da wird es gerne, kann es gerne einen Wettbewerb geben, aber noch haben wir die Nase vorn und wir sehen zu, dass wir dranbleiben. Der Hamburger Hafen ist ja nicht nur eine Industriescharmkulisse und Musicalstandort, sondern hier wird ja auch Geld verdient, hier leben Menschen von der Wirtschaft. Luisa Neubauer, wie radikal kann da die Bremse, diese Vollbremsung sein an einem so sensiblen Ort wie dem Hamburger Hafen? Die Vollbremse. In Sachen Klimaschutz. Weil die Klimakrise über uns hineinbricht und wir nicht gewappnet sind und so tun, als könnten wir sie uns vor uns herscheuchen. Also, sorry, ich habe das Gefühl, so, wir reden hier über die Klimakrise, als wäre das so eine Sache, die man irgendwie so in die Tür reinlässt, wenn man Bock drauf hat, aber irgendwie auch gerne mal übergeht, wenn es unbequem wird. Wenn wir sagen, wir haben nicht die Technologie, damit der Hafen schneller klimaneutral werden kann,
Jo, hat man mal darüber nachgedacht, ob es vielleicht möglich wäre, einfach weniger umzuschlagen? Sie finden es großartig, wenn Ihr Sohn Ihre Bohrmaschine ausleiht. Wieso leihen wir uns nicht Infrastruktur zum Beispiel von dem Jade-Weser-Port aus? Also wo bleibt da die Transferleistung? Wir sagen, wir brauchen irgendwie ein LNG-Terminal und ich denke so, naja, wann ist das einsatzfähig? Nicht bald genug. Die Fridays for Future-Gruppe in Hamburg hat mal nachgefragt, wann muss denn Hamburg klimaneutral sein, um den Verantwortungen gerecht zu werden, die wir haben in diesem Abkommen. Und die kommen auf 2035. Ich sehe nicht, dass Hamburg 2035 irgendwo in der Nähe von klimaneutral ist, wenn man so weitermacht wie bisher und sagt, ja, ein bisschen mehr Elektroautos, ein bisschen mehr LNG. Und dann sagt man, ja, aber eigentlich wollen wir auch eine Elbvertiefung, wollen immer mehr. Das ist so ein krasser Widerspruch und der passt einfach nicht zusammen mit der Wissenschaft, die sagt, nein, Herr Tschentscher, Sie müssen nicht nur Hamburg im Blick haben, Sie müssen die ganze Welt im Blick haben. Das ist Ihre Aufgabe. Herr Zurk, ich würde gerne... Ja, aber Sie müssen jetzt auch mal... Liebe Luisa Neubauer, ich verstehe immer die allgemeine Haltung und diese Ungeduld, aber wir müssen ja mal über konkrete Maßnahmen. Was spricht denn dagegen, dass wir den Hafen, den wir haben, jetzt umbauen? Das ist doch ein Riesenfortschritt. Und Sie sagen einfach immer, das ist alles nicht genug, aber was soll passieren? Ich sage Ihnen mal, was den Hafen klimafreundlich macht, dass das Schiff, der Weg über das Wasser, die ökologischste Transportform ist, die es gibt. Es gibt keinen anderen Weg. Der LKW ist viel, viel energieaufwendiger, umweltbelastender. Selbst die Bahn ist umweltbelastender als der Weg über das Wasser. Und Fliegen ist allemal keine Transportalternative. Dann fragen wir doch mal Herrn Zurke, was muss denn konkret passieren, damit der Hamburger Hafen bis 2035 klimaneutral wird, so wie es die Fridays for Future Hamburg-Gruppe fordert? Wir brauchen ein LNG-Terminal in der Nähe von Hamburg, der im Übrigen von den Umweltverbänden und von den Grünen torpediert wird. Das ist ein Investment von 500 Millionen Euro und die Investoren sozusagen gucken sich die politische Situation hier an und überlegen sehr wohl, ob sie sozusagen diese 500 Millionen Euro in die Hand nehmen, um ein LNG-Terminal zu bauen. Es ist klar, dass LNG nur eine Zwischentechnologie ist, um sozusagen irgendwann auf andere Antriebsformen überzugehen, aber wir brauchen diese Zwischentechnologie, um einfach weniger Emissionen in der Schifffahrt zu haben. Das ist dringend notwendig. Herr Tschentscher hatte schon die Landstromversorgung angesprochen, die ja jetzt sozusagen beschlossen ist und die kommt, die im Grunde genommen sowohl im Güterumschlag als auch bei den Kreuzfahrern kommt. Das ist Novum sozusagen weltweit. Das gibt es nirgendwo anders in der Art und Weise. Letztendlich ist es sinnvoller, viele Güter mit einem Schiff zu transportieren, als wenig Güter mit vielen Schiffen. Das ist im Grunde genommen das gleiche Prinzip wie beim öffentlichen Personennahverkehr. Es macht mehr Sinn, 100 Menschen mit einem Bus oder 100 Menschen mit einer U-Bahn zu transportieren, als 50 Taxis oder 50 Moja oder 50 Pkw jeweils mit zwei Personen. Also es macht aus ökologischen Gründen Sinn, große Schiffe abzufertigen. Mhm. Herr Zucker, Sie hören Frau Neubauer mit ihrer Ungeduld und mit ihrer auch mit ihrer Ansicht, dass was es bei dem Hafen auch eine Verhandelbarkeit gibt in der Hinsicht, dass sich die Fragen der Hafenwirtschaft auch der Ökologie unterzuordnen haben. Was antworten Sie, Frau Neubauer, auf diese Ungeduld, auf diese Radikalität ja durchaus? Naja, wir haben einen riesigen Transformationsprozess vor uns. Also ich glaube, Frau Neubauer weist ja immer darauf hin, was das für jeden Einzelnen bedeutet, was das für die Sektoren bedeutet. Und dieser Transformationsprozess braucht Zeit. Wir brauchen eine Planbarkeit. Wir haben einen Ist-Zustand, wollen zu einem Soll-Zustand. Wir brauchen eine Planbarkeit, wir brauchen Investitionssicherheit, wir brauchen auch die monetären Mittel dazu. Dieser Transformationsprozess wird uns sicherlich einen dreistelligen Milliardenbetrag als Gesellschaft kosten. Das muss irgendwo herkommen, das fällt nicht von den Bäumen. Und ich kann die Ungeduld nachvollziehen, aber letztendlich geht es auch darum, nicht den Ast, auf dem wir sitzen, abzusägen, weil letztendlich ist Umweltschutz nur möglich, weil wir eine Wohlstandsgesellschaft sind. Das ist ja nicht so, dass den Menschen in den Entwicklungsländern Umwelt weniger wichtig wäre als uns. Die haben schlichtweg nicht die Mittel, um sozusagen ihre Umwelt zu schützen. Da stehen natürlich auch noch andere Probleme drängender im Vordergrund, aber es ist sozusagen notwendig, auch die finanziellen Mittel für diesen Transformationsprozess zu haben, der
einmalig, glaube ich, in unserer Geschichte ist und der eine Riesenkraftanstrengung für uns alle bedeutet. Frau Neubauer. Also ich stimme Ihnen da voll und ganz zu, dass wir einen einzigartigen Transformationsprozess vor uns haben, eine komplette Dekarbonisierung der Wirtschaft. Das ist gigantisch, das ist eine unfassbare Transformation und ich glaube, es ist auch leicht, das misszuverstehen, die Forderungen von Menschen, von Fridays for Future, aber auch aus anderen Teilbereichen, die sagen, alles muss sich ändern. Das ist natürlich ein Prozess, der leichter in Worte zu fassen ist, als umzusetzen. Und dass es unbequem ist, dass es für Akteure im Kommunalen, im Städtischen eine unglaubliche Aufgabe ist, keine Frage. Und das kann man auch nicht oder sollte man auch nicht runterspielen. Das für alle Sektoren, das fängt bei der U-Bahn-Linie an und das hört aber irgendwie auch nicht bei der Photovoltaikbranche bundesweit auf, dass da unglaubliche Aufgaben auf die ganze Gesellschaft zukommen. Ja, das ist doch gegeben. Und das, ich glaube, das müssen wir uns auch immer wieder bewusst machen, wie groß diese Aufgaben sind, die auf allen Ebenen da sind und die man respektieren muss für ihre Leistung. Was aber nicht heißt, dass man sich angesichts dieser großen Aufgabe zurücklehnen darf. Und alle sprechen davon, dass wir Zeit brauchen, weil diese Transformation so groß ist. Und das ist halt nun mal die einzige Sache, die wir nicht haben. Das ist diese Zeit. Und das heißt auch natürlich, und ich verstehe Ihre Argumentation, Herr Tschentsch, Sie sagen, ich bin jetzt relativ neu im Amt und ich muss mich jetzt ewig rechtfertigen für Versäumnisse, die getätigt wurden, als ich nicht da war. Ja, das stimmt. Aber wenn eine Gesellschaft, eine Politik jahrzehntelang Klimaschutz verschläft, dann darf sie sich nicht wundern, dass wenn sie mal loslegt, dass die Forderungen einfach größer sind, weil wir all das aufholen müssen, was in der Vergangenheit verschlafen wurde. Und das ist einfach eine so große Aufforderung. Und ich glaube, es braucht viel, viel mehr von diesen Stimmen, die ich nicht als ungeduldig oder radikal framen würde, sondern als vielleicht krisenrealistisch oder sowas, die immer und immer wieder aufzeigen, nein, was wir fordern, ist nicht radikal. Was radikal ist, ist diese Klimakrise zu ignorieren. Wir sind nicht ungeduldig, wir lesen die Fakten und die sagen uns, was wir machen müssen. Und wenn wir die Technologie nicht haben, um Wirtschaft in die Richtung zu lenken, wie wir sie brauchen, in der Zeit, die wir haben, dann müssen wir andere Wege gehen. Und dann müssen wir uns fragen, wie man weniger Wachstum vielleicht leben kann, etc. Aber wenn ich einmal sagen darf, ich glaube, Sie haben recht, wir dürfen jetzt nicht in Bequemlichkeit verfallen. Das ist aber auch nicht der Ansatz. Nur ist es so, ein bisschen Lebenserfahrung darf ich vielleicht mal sagen, wenn Sie in Panik verfallen, dann geht es nicht schneller, sondern dann geht es langsamer. Panik ist kein guter Ratgeber, gerade wenn es schwierige Lagen gibt. Wir müssen nicht bequem sein, wir müssen uns ranhalten, wir müssen alle unsere gedankliche Kraft, alles, was wir tun können, zusammenpacken, aber wir dürfen nicht in Panik und in Krisenstimmung verfallen, weil dann blockieren sich die Dinge. Wir kommen viel schneller voran, wenn wir cool bleiben und sagen, so, das ist jetzt etwas, was viel bringt, das machen wir als Erstes. Einige Dinge bringen auch was, aber das dauert lange, bis sie wirksam werden. Wir machen jetzt mal die ersten Schritte schnell und mit viel Wirkung. Und da muss man einfach klug sein und darf nicht jetzt mit Schuldzuweisung und warum haben wir nicht schon vor 30 Jahren begonnen? Ja, klar, viele Themen kommen erst der Reihe nach auf und wir sind jetzt so weit, dass wir die Technologien haben. Es ist ja nicht so, dass Frau Neubert, dass wir sagen, es geht alles nicht, sondern wir sagen, ja, wir haben die Technologie, wir müssen sie jetzt einsetzen und dann bringt es viel mehr, als wenn wir uns gegenseitig noch den Verkehr blockieren. Das ist jetzt nicht die Lösung wirklich, die uns was bringt. Und das ist eigentlich meine Haltung und ich glaube auch von vielen anderen, die das Thema ernst nehmen und die jetzt überlegen, wie kommen wir am schnellsten voran. Lesen Sie mal das Interview von Klaus von Donani. Das ist ein lebenserfahrener Mann, der weiß, wie es gut gehen kann und wo wir auch schnell vorankommen. Ich nehme mal die zwei Stichworte cool bleiben. Ich nehme mal die zwei Stichworte von Ihnen, Herrn Tschentscher, cool bleiben und sich nicht gegenseitig im Verkehr blockieren auf. In dem Beitrag aus Rotterdam haben wir gehört, dass Rotterdam ab 2030 keine Diesel- oder Benzinfahrzeuge mehr zulässt. Wie cool kann denn ein Politiker in Hamburg bleiben, der das versucht, hier durchzusetzen? Nein, wir sagen ja, also ich weiß jetzt nicht, was Rotterdam 2030 noch genehmigen wird, aber es ist so, wir haben ja jetzt vor, die nächsten Jahre Millionen an Elektrofahrzeugen nach Hamburg zu holen, in Deutschland zuzulassen. Deswegen jubelt vielleicht auch die Automobilindustrie, das haben Sie ja als Beleg dafür mal genommen, dass der Klimapakt ja nichts taugen kann. Die Automobilindustrie ist gefordert, sie muss nicht nur E-Fahrzeuge herstellen, sie müsste wie in Japan auch
Wasserstofftechnologie einführen. Es werden demnächst Wasserstoffbusse durch Tokio fahren. Und ich bin dafür, dass unsere Industrie da einen Auftrag kriegt. Und deswegen bin ich sehr dafür, sobald es nicht mehr nötig ist, bin ich sehr dafür, E-Fahrzeuge, Wasserstofffahrzeuge und andere Technik einzusetzen. Aber es geht auch um die Distanzen. In Hamburg können wir wunderbar mit E-Fahrzeugen zurechtkommen. Wir haben kurze Distanzen. Auf mittleren Distanzen werden wir wahrscheinlich Wasserstofftechnologie brauchen. Aber bevor Sie eine E-Ladestation in die letzte Ecke Deutschlands bringen, wird es vielleicht noch Diesel- oder Benzinfahrzeuge geben, um ein paar Restfahrten zu ermöglichen. Das können wir uns aber auch erlauben, weil wir ja die großen Schritte jetzt machen können und dann die Langfristlösungen, die dann nicht mehr ganz so viel bringen, aber die eben schwer zu erreichen sind, dann auch hinterher ziehen können. Das heißt, kluge Schritte, die viel bringen, jetzt vorziehen. Und ob wir 2030 noch überhaupt noch fossile Energien im Individualverkehr brauchen, da bin ich auch gar nicht sicher. Hauptsache, wir kommen jetzt voran mit den Ladestationen, mit der Wasserstofftechnologie und mit dem Umsteigen aus dem Auto auf Bus, Bahn und Fahrrad. Das müssen wir ermöglichen. Frau Neubauer, Sie sagten... Sie sagten, beziehungsweise Sie forderten, den Individualverkehr ganz abzuschaffen und umzusteigen aus der Innenstadt zu entfernen, Individualverkehr aus der Innenstadt zu entfernen, autofreie Zonen, umsteigen auf öffentlichen Nahverkehr. Was sagen Sie denn den Familien mit zwei Kindern, die aus dem Umland die Kinder zum Sport bringen müssen, nach Eimsbüttel oder nach Lurup? Oder was sagen Sie denn den Handwerkern, die ihre Werkzeuge transportieren von einer Einsatzstelle zur anderen? Ist da E-Mobilität die Lösung oder die Bahn? Also ich weiß nicht, ob das meine Aufgabe ist. Also wir sehen das in ganz, ganz vielen Beispielen, dass es machbar ist, dass man autofreie Innenstädte gestaltet. Ich finde das jetzt nicht wahnsinnig innovativ, sondern irgendwie eine logische Schlussfolgerung darum. In London sterben die Menschen, weil die Luft zu dreckig ist. In vielen Städten, in den Niederlanden wird es schon gelebt. Also es geht, dass das Städteplanerinnen und Städteplaner fordert, dass es natürlich Möglichkeiten gibt, dass eine Handwerkerin noch zu ihrem Einsatzort kommt, natürlich, aber also das ist ja nicht das, was uns jetzt gerade im Wege stehen kann, autofreie Innenstädte zu leben, oder? Also ich weiß nicht genau. Ich glaube, und ehrlicherweise um die Mütter, die ihre Söhne zum Sport bringen oder vielleicht auch die Töchter, ich könnte mir fast vorstellen, dass ihre Kinder längst bei Fridays for Future sind und das gar nicht so schlimm fänden. Ich habe den Eindruck, wir alle gucken in die gleiche Richtung. Es ist eine Frage des Tempos und der Geschwindigkeit und der Entscheidungsfindung und vielleicht auch eines Konsenses und der Kompromisse. Frau Neubauer, Sie haben in der Zeit gesagt, die Demokratie sei zu langsam und weiter. Trotzdem sage ich nicht, wir brauchen eine Ökodiktatur. Bei Twitter haben Sie geschrieben, nach der mutmaßlichen Aufweichung des Klimapakets der Bundesregierung, ich bin schockiert, Zitat, was sollen wir noch machen, wenn 1,4 Millionen nicht reichen, wie viele sollen noch protestieren. Das klingt so ein bisschen, als wäre die Lautstärke der Straße ein Verfassungsorgan. Also es klingt nicht ganz so, als ob da eine ganz große Wertschätzung unseres demokratischen, manchmal langsam, aber des demokratischen Diskurses dahinter steckt. Also in mir steckt eine tief überzeugte Demokratin, die festgestellt hat, dass das Undemokratischste, was gerade passiert, ist, dass die Bundesregierung ein demokratisch legitimiertes und selbstverhandeltes Klimaabkommen so derart selbstbewusst ignorieren kann. Wenn ich sage, die Demokratie ist zu langsam, sage ich nicht, wir müssen sie abschalten, aber ich denke, vielleicht müssen wir innovativer werden. Ich sehe das erste Argument, was mir klassischerweise Christdemokraten entgegenschleudern, denen ich erkläre, wir müssten vielleicht mal wieder in die Erneuerbaren ein bisschen investieren. Die sagen immer, ja, es gibt dann diese ganzen Prozesse mit den Windradgegnern und das sind ja auch alles immer Naturschützer und so, als ob das alles meine Familie wäre oder sowas. Und dann gucken sie mich ganz so vorwurfsvoll an, ja, und das sind die ganzen Prozesse, dann denke ich, und das ist ein Beispiel, wo ich denke, okay, Moment, wenn wir es nicht schaffen, in die Windenergie zum Beispiel entsprechend zu investieren, weil da Prozesse im Weg stehen, dann denke ich, okay, vielleicht braucht es eine andere Debatte, eine andere Debattenkultur, andere demokratische Prozesse. Und
wenn es gerade die langsame Verwaltung ist, die langsame, in Anführungszeichen, Demokratie, die verhindert, dass wir die Möglichkeiten ausschöpfen, Klimaschutz auszuleben, dann frage ich mich, Moment, wäre es nicht an der Zeit, dass wir da in aller Kreativität rangehen und überlegen, wie wir da agiler werden können? Das heißt aber natürlich, dass demokratische Grundwerte immer nach wie vor davor und danach hochgehalten werden sollten. Und gerade, ich habe das gestern auch getweetet im Kontext von der Extinction Rebellion, ja, wo ja Leute sagen, nein, jetzt gehen sie auf die Straße und blockieren. Es war Habermas, der gesagt hat, ziviler Ungehorsam ist ein Element einer gesunden Demokratie, ist eine Bewährungsprobe für eine Demokratie, ob sie jetzt adäquate Antworten finden kann. Und im Gegenteil, statt zu sagen, ja, wir sind jetzt 1,4 Millionen Menschen und jetzt muss die Regierung doch handeln, weil wir sind so viele, das ist ja nicht die Argumentation. Aber wir sagen, wir sind ein unfassbar großer, nie dagewesener Teil einer bewegten Gesellschaft, die weit größer ist als 1,4 Millionen, aber die da auf der Straße waren. Die sagen, liebe Regierung, ihr habt euch eigene Ziele gesetzt, geht sie ein, haltet euch daran, weil an welche Regierung sollen wir noch appellieren, wenn sie es nicht schafft, die eigenen Ziele einzuhalten? Und das finde ich der Anspruch einer Demokratin an einen Bundestag, an eine Regierung, doch da bitte, sich an ihre eigenen Ziele eben zu halten. Herr Tschentscher, die Demokratie, ist die zu langsam? Sie waren ja neulich nun gerade in Shanghai. Die bauen da, also wenn wir eine Wilhelmsburger Reichstraße bauen, bauen die einen riesen Flughafen. Also da geht alles schneller, unbürokratischer. Man kann ja nicht neidisch auf eine Diktatur gucken, aber wie sehr schmerzt das Tempo? Ja, also aber im Grunde ist die Beobachtung richtig. Das hat auch einer von der Fridays for Future Bewegung in einer Diskussion vor kurzem gesagt. Jedes Mal, wenn er einen Stadtplan von Peking sieht, ist der veraltet. Da sind schon wieder neue U-Bahn-Linien entstanden. So ist das. Shanghai hat in kürzester Zeit das größte U-Bahn-System der Welt aufgebaut. Kein Mensch kommt in solchen Städten auf die Idee, Straßenbahnen zu bauen, wenn ich das mal kurz erwähnen darf. Das ist für solche Ballungsräume nicht der leistungsfähigste Schienenverkehrsträger. Aber U-Bahn bauen bringt eine Menge. Das macht auch Paris, das machen alle Städte, die im innerstädtischen Bereich vorankommen wollen. Aber wir sind eben tatsächlich sehr langsam. Wir beteiligen bei der U5 ja jeden einzelnen Stadtteil. Wir machen Internetbeteiligungsformen, damit es auch wirklich optimal von allen Seiten beleuchtet ist. Und das, finde ich, ist auch okay. Man kann das machen. Es dauert aber dann eben doch 1-2 Jahre länger, als wenn man es nicht macht. Bei der Frage, wie wir Bahntrassen in Deutschland planen, haben wir ja auch seit Jahrzehnten keine wirklich neuen Bahntrassen hinbekommen. Jetzt sagt die Bundesregierung, wir müssen etwas tun, was man tun kann in einer Demokratie. Wir müssen Gesetze beschließen für Bahntrassen. Dann nennt das Legalplanung. Dann geht es viel, viel schneller, weil dann einfach nicht mehr zu viele Einsprüche dazu führen, dass man sagt, das muss jetzt alles noch 5-mal abgewogen werden. Der demokratische Prozess besteht in dem Beschluss eines Gesetzes und dann ist diese Bahntrasse quasi genehmigt. Das ist eine Vereinbarkeit von Demokratie und schnelleren Planungsabläufen. Ich bin mir aber sicher, dass der ein oder andere Verband um die Ecke kommen wird und sagen, oh, wir hätten aber doch noch mal einen Einwand. Und deswegen geht das mit der Demokratie und den schnelleren Planungsabläufen. So schnell wie China werden wir nicht werden, weil da geht es wirklich so, heute sagt die Regierung, der Fluss wird vertieft, am anderen Tag kommen die Bagger. Das ist aber eine Beschleunigung, die wir eben auch nicht wollen, weil wir finden, es muss schon Abwägungsprozesse geben, Mitwirkungsmöglichkeiten der Bevölkerung, auch Einspruchsmöglichkeiten einzelner. Aber mit so einer Legalplanung, wie man das nennt, wird man sehr viel schneller. Ich bin froh, dass die Bundesregierung das jetzt auch beschlossen hat, dass wir das machen. Wenn es nämlich bei den Bahntrassen funktioniert, können wir es zum Beispiel auch für Stromleitungen nehmen. Die brauchen wir nämlich auch noch, wenn wir unsere ganze Windenergie im Süden nutzen wollen. Und so kommen wir dann wirklich von einem Thema zum nächsten gut voran. Und ich bin nach wie vor, Frau Neubauer, sehr optimistisch, dass Deutschland die Klimaziele 2030 erreichen kann. Wir sind hinterher, da gebe ich Ihnen recht. Deswegen müssen wir einiges nachholen. Aber Panik und schlechte Laune hilft uns nicht. Angst ist auch kein guter Ratgeber. Jetzt sind gute Vorschläge gefragt, und zwar möglichst praktische Vorschläge. Mhm. Der Klimawandel provoziert einen Paradigmenwechsel und eine ganz große Sensibilisierung auch in unserem eigenen Leben und nicht nur in der großen Politik. Der Schutz des Klimas liegt auch in unseren eigenen Händen. Wer von Ihnen ist denn in diesem Jahr schon geflogen? Ja, doch einige, 2, 4, 6, 8, 10, so ungefähr. Na, die nicht, na, ein Drittel wird es sein. Und wer inland? Traut sich jemand noch? Ja?
Oh, doch nur zwei, nur drei. Oh, doch, sehr wenig. Wer wird weniger fliegen oder nicht mehr fliegen? Oh ja. Es hat schon jetzt 2, 4, 6, 10, es hat schon, also Dutzende hier im Publikum haben schon eine Veränderung ihres Verhaltens sich zumindest vorgenommen. Wer von Ihnen hier in der Freien und Hansestadt Hamburg besitzt ein Auto? Weniger als ich dachte, schätzungsweise etwas mehr als die Hälfte ungefähr, denke ich. Wer wäre bereit, sein Auto abzugeben? Doch einige, das sind ungefähr 30, wenn ich das richtig sehe. Oder zu teilen, wer würde es teilen, fragt Frau Neubauer. Nicht ganz so viele, das sind 4, 5, Herr Zurke. Sie würden es teilen, sagen Sie mal. Also ich finde das eine gute Idee. Also da ist ja was dran, dass ein Auto im Grunde genommen nur eine Stunde am Tag genutzt wird. Ich finde die Idee Share Economy prima. Da können wir was von den jungen Leuten lernen. Gut, dann mit einem Blick auf die Zeit wollen wir trotzdem noch von Ihnen hören, liebes Publikum, liebe Hamburgerinnen und Hamburger. Seitdem die Welt über das Klima spricht, was machen Sie ganz persönlich denn jetzt anders? Wir haben Zeit für genau 2 Wortmeldungen. Wir hatten hier vorne die allererste Hand, die gezuckt hat. Möchten Sie auch dazu was sagen? Ich mache zwar nichts anderes, als ich seit 30 Jahren oder über 30 Jahren mache, seit Tschernobyl, Solana klar, Sonne ja bitte. Und da hapert es hier in Hamburg sehr. In den letzten Jahren sind keine Photovoltaikanlagen entstanden. Wenn Sie googeln, Google Earth, dann sehen Sie, dass die Dächer grau sind und ein großes, großes Potenzial. Die Schulen haben es völlig aufgegeben. Ich habe vor 25 Jahren Solaranlagen auf Schulen initiiert und vorfinanziert, als dann so diese kostenorientierte Vergütung durchkam. Da muss sehr, sehr viel geschehen. Und das hoffe ich, dass es in Gange kommt, damit die Dächer Hamburgs wirklich blau oder irgendwie jedenfalls Photovoltaik haben. Ich könnte noch sehr viel anderes sagen, aber damit mache ich Schluss. Vielen Dank. Gut, eine einzige weitere. Nehmen wir das ruhig mal an den Bürgermeister weiter. Zu wenig Photovoltaik, tut sich zu wenig in Solar- und erneuerbare Energien in Hamburg? Ja, wir haben tatsächlich sehr stark auf Windenergie gesetzt. Das ist im Norden einfach ergiebiger als die Sonnenstunden. Aber ich gebe Ihnen recht, man kann mehr machen. Man kann auch stärker jetzt auf die modernen Photovoltaikanlagen setzen. Wir haben aber auch Projekte in Schulen gemacht, Schuldächer. Doch, ich habe selbst eins besucht, da war sowas. Aber ich gebe Ihnen ja recht, man kann alles, was hilft, sollten wir tun. Dazu kann auch Photovoltaik führen. Aber die großen Schritte, die kriegen wir hin mit der Windenergie. Der Wind bläst auf der Nordsee und in der Ostsee sehr, sehr stark. Wir müssen Offshore machen, wir müssen Leitungen bauen und den Windstrom nutzen, den wir schon haben. Vielen Dank. Eine letzte Anmerkung. Was haben Sie persönlich schon geändert, seitdem die Welt über das Klima spricht? Bitte Ihren Namen und der Bezirk, aus dem Sie kommen. Ja, ich bin Ralf Scheuschner aus Barmbek. Ich habe kein Auto, nie ein Auto besessen, nebenbei bemerkt. Ich möchte 2 kritische Fragen stellen. Und zwar eine Frage, der Vortrag, der lautet Hamburg 2030, Klima nach Plan. Die wissenschaftliche Definition des Begriffs Klimas besteht ja darin, dass es eine statistische Sicht auf die Wetterdaten ist. Das heißt, insbesondere auf 30 Jahre Wetterdaten. Ich verstehe also nicht, wie man ein Klima nach Plan machen kann, sozusagen mit Abrechnungsziel 2030. Dann müssten Sie ja quasi den Plan. Hamburg 2030 heißt unsere Reihe, die so eine Zukunft, also das ist jetzt sozusagen. Das Klima bezieht sich nicht auf 2030. Kommen wir zu Ihrem zweiten Teil. Ich muss dazu sagen, dann wollte ich nur bemerken, dass also, wenn Sie Klimaplan erst 2050 abrechnen können. Genau. Der zweite Punkt ist, Herr Bürgermeister Tschentscher hat sehr schön gesagt, man soll cool bleiben. Es gibt einen sehr schönen Spruch unter Insidern, unter Physikern, ich bin Physiker, CO2, cools, you fools. Das heißt, die sogenannten Treibhausgase kühlen die Erde. Vielleicht sollte jeder von uns mal etwas recherchieren. Ich erzähle hier Sachen aus Lehrbüchern, kein Unsinn.
Wer möchte etwas dazu sagen? Ich freue frei auf dem Publikum. Also die Abstrahlung der Erderwärmung wird durch die CO2-Konzentration in der Atmosphäre verringert. Deswegen heizt sich die Erde auf. Wir haben ja unheimlich viel Energie jeden Tag durch die Sonne. Wir nutzen sie nur nicht. Wir können sie also umwandeln. Aber dadurch, dass sozusagen das CO2 in der Atmosphäre, wenn man so will, isoliert, dadurch erwärmt sich die Erde. Deswegen müssen wir die CO2-Freisetzung verringern. Und ich glaube, dieser Zusammenhang ist von den Klimaforschern relativ eindeutig belegt. Es gibt ein paar Unterschiede darüber, ob die Klimaforscher sagen, es ist alles nur menschengemacht. Oder es gibt auch Klimaforscher, die sagen, nein, also ein großer Teil ist durch Zivilisationseffekte, ein Teil ist aber auch allgemeine Klima, über ganz langfristige Klimaveränderungen. Insofern, da geht eher der Streit unter den Forschern und den Wissenschaftlern nicht darüber, dass wir einen Beitrag leisten können und müssen. Die Frage ist eben, müssen wir in Panik verfallen oder haben wir ein paar Jahre Zeit? Und da lautet die Antwort aus meiner Sicht, wir sollten die Zeit nutzen, die wir haben und sollten nicht in Panik verfallen, sondern eben Schritt für Schritt jetzt vorankommen. Genau. Sie haben aber trotzdem kein Mikrofon, leider. Wir haben leider kein Mikrofon und uns geht auch ein bisschen die Zeit verloren. Frau Neubauer, Sie wollten noch kurz was dazu sagen. Achso, ich wollte nichts dazu sagen, weil ich glaube, irgendwie mit Klimawandelleugnern zu sprechen, hilft eigentlich in der Gesellschaft, wo wir glücklicherweise an diesem Punkt gar nicht sind, wenigen. Und es ist ja auch nur eine, Also ich glaube, das ist irgendwie nicht so relevant in dem Kontext der großartigen Frage, wo wir uns ja eigentlich alle einig sind. Ich wollte was zu sagen zu dem Aspekt des Coolbleibens, weil ich glaube, ja, es ist nice, irgendwie cool zu bleiben und das ist irgendwie wahrscheinlich auch irgendwie die schönere Lebensanstellung. Ehrlicherweise, wir sind in der Klimakrise und wenn wir uns überlegen, was wir in vergangenen Krisen geleistet haben als Land, wir haben von der Flüchtlingskrise, also einer sogenannten gesprochen, erlebt, wir haben eine Finanzkrise erlebt, was ist passiert? Innerhalb von kürzester Zeit wurden Hebel in Gang gesetzt, von denen man dachte, dass wir sie gar nicht haben, eben weil dieses Krisenmoment eine Energie freigesetzt hat, die weitaus mehr möglich gemacht hat, als wir uns vorstellen konnten. Ich sage nicht, dass wir in Panik verfallen sollten und irgendwie schreiend im Kreis rennen sollten. Das sagt übrigens auch nicht Greta, wenn sie sagt, I want you to panic. Aber ein Verständnis darüber, in welcher historischen Ausnahmesituation wir sind, dass es halt nun mal krisenhaftig ist und dass wir eben Hebel brauchen, von denen wir vielleicht auch nicht wussten, dass es sie gibt, das ist, glaube ich, entscheidend. Und ein bisschen Krise und natürliche Angst, wenn man sich überlegt, was los ist, glaube ich, ist nicht destruktiv im Zweifelsfalle. Herr Tschentscher, ich nehme schon das Mikrofon. Als wir 2015 haben viele Leute von der Flüchtlingskrise gesprochen. Ich habe das nicht gemacht. Ich habe gesagt, das ist eine Situation, in der kommen viele aus ganz ernsten Gründen nach Europa und wir müssen viele Flüchtlinge aufnehmen. Das ist eine moralische, eine politische, eine rechtliche Verantwortung. Und dann sind wir auch cool geblieben, wenn ich das mal so sagen darf, nicht im Sinne von, es hat uns nichts ausgemacht, sondern wir haben konzentriert überlegt, wie kriegen wir das hin. Wir haben Unterkünfte gemeinsam mit Stadtteilen Unterkünfte gebaut. Wir haben einen Plan gemacht, wie wir die Menschen erst einmal aufnehmen, aber hinterher auch einen normalen Wohnraum vermitteln. Und jetzt die Hälfte der Flüchtlinge, die zu uns gekommen sind, sind schon in Ausbildung und Arbeit. Und die Unternehmen sind froh, dass sie junge Leute haben, die im Baugewerbe Lehre, also Ausbildung machen. Wir haben diese sogenannte Krise, wo auch Panikstimmung verbreitet wurde, einfach nicht als Panik akzeptiert, sondern gesagt, wir kümmern uns, wir kriegen das Stück für Stück hier georganisiert und jetzt haben wir wunderbar viele Flüchtlinge integriert und es ist nicht zu diesem ganzen Horrorszenario gekommen, was einige behauptet haben. Und das ist einfach nur die Aufgabe von Politik, immer zu überlegen, macht uns jetzt hier nicht kirre, sondern wo sind die richtigen Maßnahmen, die wir einleiten müssen, dann geht es schneller und besser, als wenn man sich aufgeregt gegenseitig Vorwürfe macht. Und ich finde nochmal gut, was Lisa Neubauer und was viele junge Menschen machen. Sie haben uns alle Beine gemacht. Und jetzt ist es unsere Aufgabe zu sagen, wie kommen wir am schnellsten und am klügsten voran, wo sind die wichtigen Schritte, die am Anfang stehen müssen. Und dann, glaube ich, werden die jungen Leute auch sehr bald zufrieden sein, weil man nämlich dann sieht, dass es klappt. Herr Zucker. Ja, ich habe Herrn Tschentscher auch nicht so verstanden, dass cool bleiben Gelassenheit meint, sondern Optimismus. Und ich will da zwei Beispiele aus meiner eigenen Jugend nennen. Als ich Jugendlicher war, da hatten wir das Thema saurer Regen, da hatten wir das Thema FCKW. Waldsterben. Wir hatten Waldsterben, echt Angst um Ozonloch. Den Wald. Und man muss ja doch sagen, dass das Thema FCKW-Verbot dann doch relativ schnell einheitlich kam, dass man merkt, wenn der Wille da ist und wenn ein Stück weit Optimismus da ist, dann kann man auch Krisen bewältigen. Und so habe ich Herrn Tschentscher verstanden, nicht im Sinne von Gelassenheit oder Nichtstun.
Luisa Neubauer, was denken Sie? Unsere Reihe heißt ja Hamburg 2030. Wie sieht Hamburg, das ist ja nicht mehr ganz so weit hin, in 11 Jahren aus? In Sachen Klimaschutz, in Sachen Elektromobilität, in Sachen Hafen. Blick in die Glaskugel, Luisa Neubauer. Waren Sie erfolgreich dann? Ach so. Ah, nice. Also ich identifiziere mich nicht als Optimistin, sondern als Possibilistin. Das bedeutet, man sozusagen erkennt an, was möglich ist, aber weiß auch, dass nichts geschenkt ist und dass man für die Sachen, die irgendwie möglich sind, eben kämpfen muss. Und ich glaube, als Possibilistin gesprochen, sehen wir, dass unfassbar viel machbar ist. Und dass es natürlich möglich ist, in Hamburg zeitnah aus der Kohle zum Beispiel auszusteigen und wirklich zu denken, Moment, von welcher Mobilität sprechen wir eigentlich? Sprechen wir von der Mobilität von Menschen oder von Autos? Wie sieht denn ein Hafen der Zukunft aus, der vielleicht auf qualitativem Wachstum mehr setzt als auf quantitativem Wachstum und der verstanden hat, dass die Elbe ein Ökosystem ist, was einzigartig ist und kein Gut wie so ein herunterkommenden Bürokomplex, den man mal eben sanieren kann, wenn er einem nicht mehr passt. Und ich glaube, wenn man da weiterdenkt, es stehen Hamburg so viele Türen und Tore auf in jederlei Hinsicht. Und ich meine, wie fantastisch wäre das? Wäre Hamburg eine von diesen Städten, die man einladen würde, wenn sich andere Städte Gedanken machen, wie man sich innovativ entwickeln kann? Wenn Leute aus Hamburg sozusagen einen Ruf dafür hätten, dass sie es geschafft haben, als Millionenstadt, als Weltstadt zu zeigen, wie Klimaneutralität 2035 zum Beispiel aussehen könnte. Und das sind die Möglichkeiten, die da sind. Man muss sie halt eben ergreifen, man muss für sie kämpfen und man muss auf die Wissenschaft hören und sich mit den unbequemen Wahrheiten konfrontieren und dann sich ehrlich machen und die Leute an die Hand nehmen und sagen, Leute, wisst ihr was, es wird sich alles ändern müssen, aber wir ändern es halt gemeinsam in der Art und Weise, wie wir das wollen. Eingebettet in eine Krisenrealität, die wir anerkennen, die wir akzeptieren und die uns vielleicht Angst machen kann, einfach weil sie besorgniserregend ist, aber wir nehmen daraus das Konstruktivste mit und setzen diese Hebel im Gang, von denen wir vielleicht noch gar nicht wissen, dass sie da sind. Und das heißt, natürlich wird eine Stadt wie Hamburg sich verändern, aber im Zweifel, im besten Falle halt für die Menschen, für den wir den ganzen Kram hier ja auch eben machen. Die letzte Frage nochmal an den Bürgermeister. Wie sehen Sie die Entwicklung, wenn Sie jetzt die Dynamik so aufsaugen, die Thermik analysieren? Wo sind wir 2030? Also unsere großen Magistralen, wie wir die ja nennen, diese Hauptverkehrsstraßen werden sehr viel attraktiver werden. Es wird leiser werden. Wir werden dort den schon versiegelten Raum viel besser nutzen können. Das heißt, gerade da, wo jetzt noch sehr viel Lautstärke ist und Luftverunreinigung, wird es einfach viel attraktiver sein. Ich glaube, wir werden sehen, dass wir mit dem technologischen Fortschritt in der Industrie, dass wir wirklich gut vorankommen mit der CO2-Verringerung und trotzdem unsere Wirtschaftskraft und unseren Wohlstand dabei erhalten. Denn das muss man ja auch wissen, dass wenn wir jetzt einfach den Hafen dicht machen, dass das eine Deindustrialisierung Deutschlands am Ende auslösen kann. Und dann wird es Frust geben und dann haben wir eben nicht mehr die Möglichkeit, das hat Herr Zürke gerade versucht zu sagen, zu investieren in die wirklichen Fortschritte, die wir brauchen, die nicht nur Hamburg braucht, die ganz Deutschland, die eigentlich die Welt braucht. Und deswegen haben wir die wirtschaftliche Kraft, wir haben die Kreativität, wir haben die Wissenschaft, die wir brauchen und wir haben die politische Überzeugung, dass das ein gutes Ziel ist, dass wir es hinbekommen werden, so zu sein, wie Luisa Neubauer und viele andere es sich wünschen. Eine Stadt, die industriestark ist, die modern ist, in der das Leben attraktiv ist und die trotzdem wirklich mit dem Klimaschutz vorankommt. Wenn wir das zeigen können für Hamburg, dann ist das ein großartiges Beispiel für viele andere Metropolen auf der Welt. Und deswegen habe ich zusammen mit vielen anderen Bürgermeistern vor über einem Jahr, da war Tokio, Paris, da waren die größten Städte dieser Welt dabei, gesagt, wir haben die Verantwortung für den echten Klimaschutz, ist uns egal, was der Trump im Weißen Haus sagt. Wir haben es in der Hand und wir werden es auch in die Hand nehmen und hinbekommen. Und da sind alle eingeladen, es mitzumachen und einen positiven Geist zu vermitteln, dass wir das auch alle gemeinsam hinbekommen können. Frust und negative Stimmung führt nicht zu wirklichem Erfolg. Und deswegen bin ich dafür, das als eine positive Sache anzunehmen. Klimaschutz ist eine industriepolitische Strategie. Klimaschutz erhöht die Attraktivität in Hamburg. Und wenn wir das gut angehen, werden wir schneller vorankommen, als manch einer jetzt es für möglich hält. Eins ist heute Abend deutlich geworden, wir haben es in der Hand.
technologische Innovation, eine schnellere Demokratie und spürbare Veränderungen und Entwicklungen in unserem ganz eigenen privaten Leben und in unserem Umfeld. Wir können als Hamburg vorangehen, wir können auch als Vorbild dienen, aber wir werden auch einiges massiv ändern müssen und wir werden das planbar und nachhaltig tun müssen. Über den Weg können wir uns streiten, gehen tun wir ihn dann gemeinsam. Deswegen schlage ich vor, fangen wir an. Wir laden Sie herzlich ein, zu einem Glas zu trinken, draußen im Steinfoyer. Das war das Kulturjournal-Spezial heute in unserer Reihe Hamburg 2030 aus dem Körperforum mit Eva Nemela und Daniel Kaiser. Tschüss. Tschüss. Hat euch das Video gefallen? Dann abonniert unseren Kanal, um kein Video zu verpassen. Schaut gern auch in unserer Mediathek vorbei auf körper-stiftung.de/mediathek und folgt uns auf Facebook, Instagram und Twitter. Danke fürs Zuschauen und bis bald!